Einen wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns, dass wir Sie heute zur zweiten Online-Weinprobe im Rahmen des Bergsträßer Weinfrühlings 2.1 begrüßen dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich mit meiner charmanten Kollegin, der Charlotte Freiberger-Rabold, Sie heute Abend begrüßen darf und dass wir die Region ein bisschen vorstellen dürfen. Und als allererstes würde ich mal die Charlotte vorstellen. Die Charlotte Freiberger-Rabold ist eine langjährige Kollegin. Ich darf schon mal verraten, als sie 14 Jahre alt war, war sie schon mal Praktikantin bei uns im Betrieb gewesen und vielleicht ist da die erste Spur gelegt worden zu der Entscheidung, ja, ich möchte Winzerin werden. Die Charlotte verfolge ich schon seit vielen, vielen Jahren, einfach als Jungwinzerin, als junge Jungwinzerin, weil wir älteren Jungwinzer gehen ja so langsam in die Rentephase über und jetzt freuen wir uns, dass ganz viele junge Leute hinten dran sind. Die Charlotte war einmal Bergsträßer Weinkönigin, vielleicht haben viele von Ihnen das auch mitverfolgt, eine sehr charmante Weinkönigin, die dann gleich mal befördert wurde zur deutschen Weinprinzessin. Sie hat sich damit Bravour geschlagen und Sie wissen ja, deutsche Weinprinzessin, das können die Heppenheimer echt super gut. Wir haben ja jetzt inzwischen schon 3 innerhalb von 5 Jahren, aber die Charlotte hat einen Titel, den hat noch keiner hier in der Region. Früher hat man einfach gesagt, die Winzer werden Weinbauingenieur. Heute gibt es ja Master, Bachelor und so weiter. Und die Charlotte ist die einzige Frau, die ihren Mastertitel hat. Charlotte, der Titel ist so kompliziert für mich. Sag du doch mal am besten, wie das genau heißt. Ja, also zunächst muss ich korrigieren. Ich bin die einzige Frau an der Bergstraße, die das hat. Es gibt noch natürlich ein paar andere außerhalb von der Bergstraße. Und das Ganze nennt sich Master of Science in Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft. Ja, ist ein langer Titel. Ich persönlich würde mich einfach als Winzerin bezeichnen und das reicht vollkommen aus. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend mal die Weinprobe zusammen moderieren dürfen und ja, lassen Sie sich überraschen, was uns so alles eingefallen ist. Ja, und damit Sie wissen, mit wem Sie es noch zu tun haben heute Abend, darf ich natürlich die Christa Gut auch noch vorstellen, meine Kollegin, die den Abend mit mir bestreiten wird. Ja, Christa, auch du bist in einem Familienweingut groß geworden, im Weingut Mohr in Bensheim. Auch du warst Weinkönigin, und zwar 1979-80, ist also schon ein bisschen länger her als bei mir. Und bis 2013 warst du auch im Familienweingut tätig und hast dich dann selbstständig gemacht. Und es gibt aber noch eine andere Parallele zu uns. Du bist nämlich die erste Frau an der Bergstraße tatsächlich, die ihren Meister gemacht hat als Winzerin, also die nicht nur den Gesellen, die Lehre abgeschlossen hat, sondern auch noch den Meister dran gehängt hat, das i-Tüpfelchen quasi. Genau. Und ja, heutzutage machst du Weinproben, organisierst Weinevents als CG Wein, da findet man dich und da bist du viel an der Bergstraße unterwegs, arbeitest mit uns, mit allen Winzern hier zusammen und das ist eine ganz große Bereicherung für uns alle. Vielen Dank. Gut, und damit bei Ihnen heute Abend auch nichts schief geht, haben wir noch ein paar kleine Tipps, wie der Abend zu einer richtig schönen, runden Sache wird. Es ist natürlich ganz wichtig, wir haben es angekündigt, wir werden immer 2 Weine etwas parallel verkosten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie auch 2 Gläser zur Hand haben, damit Sie auch 2 Weine einschenken können. Sie sehen, eins haben wir schon gefüllt. Es liegt daran, dass die Presse vorhin da war und schon mal ein Bild gemacht hat. Wir haben aber noch nicht gekostet. Das machen wir dann gleich zusammen mit Ihnen. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass man auch zwischendrin mal einen Schluck Wasser braucht. Das haben wir uns hier auch schon vorbereitet. Und wir werden keine Zeit zum Essen haben, aber wir haben das schon mal auch für Sie hier deponiert, sodass Sie mal schauen können, was da alles dazu passen würde. Ob das Brezeln ohne Salz sind oder ob das Weißbrot ist. Also holen Sie sich jetzt noch schnell was, damit Sie durchstarten können und sich auch rundherum an dem Abend wohlfühlen. Ja, dann ist es so, dass wir Sie zu Hause natürlich leider nicht sehen können. Sie können aber uns natürlich sehen und hoffentlich auch hören. Und Sie können trotzdem aber mit uns kommunizieren. Das heißt also, wenn Sie Fragen haben zu einem bestimmten Wein, zu einem Winzer, zu der Region, egal, dann dürfen Sie diese Fragen über den Chat an uns stellen und wir werden die dann entsprechend weiterverteilen, entweder direkt hier beantworten oder auch an die Winzer weitergeben, sodass am Ende hoffentlich keine Frage offen bleibt.
Und dann haben wir natürlich manchmal zwischendurch noch ein paar Fragen an Sie, denn wir würden auch manchmal gerne ein bisschen was von Ihnen wissen. Und das sehen Sie dann aber, das wird eingeblendet, das sind ein paar Fragen, die Sie dann einfach, wenn Sie Lust haben, mit beantworten dürfen. Da kommen wir später zu und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt aber erstmal mit dem ersten Wein. Und da geben wir direkt weiter an das Weingut Domäne Bergstraße, an das Staatsweingut Domäne Bergstraße. So, dann nicke ich jetzt mal munter in die Runde und stelle mir einfach vor, dass ihr jetzt alle hier im Rebhudergarten seid. Ihr seht den ja so als Hintergrundbild schön eingeblendet. Meine Weinkollegen sehe ich auch da oben in so kleinen Kacheln. Das freut mich sehr. wir starten heute von der Pool Position. Ich habe die Ehre, den ersten Wein von heute Abend vorstellen zu dürfen. Ich bin sozusagen ein Eigengewächs der Domäne Bergstraße, habe damals schon meine Lehre hier gemacht, unter Hillenbrand noch. Und im Jahre 2012 sind wir dann von Bentheim Krisenstraße hoch in den Rebhudergarten gezogen, komplett mit dem Vertrieb. Vertrieb bedeutet, dass wir da einen reinen Flaschenweinverkauf haben und allerdings auch eine sehr große Terrasse im Außenbereich logischerweise, mitten im Weinberg. Das heißt, wir haben einen gastronomischen Gutsausschank dabei. Ich würde sagen, wir trinken auf jeden Fall erstmal einen kleinen Schluck. Ich habe meinen Wein schon eingeschenkt. Wir haben hier ein Glas, ein 2019er. Heppenheimer Zinkgerisch, Trauburgunder trocken. Bevor wir trinken, schwenken wir den ein wenig und damit wir da erstmal die Aromen ein bisschen in die Nase bekommen. Typisch Trauburgunder, der hat so ein bisschen ein schönes, warmes Kernobst, ein bisschen Pfirsich, Aprikose. Und wenn jeder schön brav dran geschwenkt hat, darf er auch ein Stück trinken. Ja, die Lage Heppenheimer Zentgericht, das sind 17 Hektar. Das ist eine Monopollage der hessischen Staatsweingüter. Mittlerweile sehr, sehr viel bestockt mit Burgunder, also viel Grauburgunder, Weißburgunder, ein bisschen Spätburgunder und natürlich auch Chardonnay, der gehört ja zur Burgunderfamilie dazu. Der Burgunder gedeiht sehr gut im Zentgericht, das können Sie ja schmecken. Das ist ein sehr harmonischer Wein, wurde mit 95 Grad Öxle gelesen. Hat 3 Gramm Restzucker, 6 Gramm Säure, ist im Holzfass vergoren, auf der Hefe gelagert, also Verfahren Batonnage, der wurde immer wieder aufgerührt. Das macht die Weine halt sehr harmonisch, sehr weich und sehr cremig, darf ich jetzt auch mal sagen. Mir schmeckt der sehr, sehr gut, passt besonders gerade jetzt sehr gut in die Spargelsaison. Spargel, Erdbeeren, auch mal eine grüne Soße mit Tafelspitz. Wie ich finde, ein ganz, ganz gelungener Wein. Ich hoffe, euch schmeckt der auch so gut. Aber ich bin heute auch nicht so ganz alleine. Ich habe eine Kollegin aus dem Rheingau, die Caroline Groß. Die erzählt euch jetzt mal ein bisschen was über das Kloster Eberbach, Weingut Kloster Eberbach und die Brücke Kloster Eberbach zur Domäne Bergstraße. Caro, du hast 3 Minuten maximal. Das habe ich. Danke, Judith. Also auch von mir erstmal an alle Bildschirme zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie sich entschieden haben, heute Abend mit uns einen zu trinken, wenn man das so mal sagen darf. Ja, die Judith und ich sind Kolleginnen, richtig, aber ich sitze leider nicht an der Bergstraße, sondern im Rheingau und bin auch leider kein Eigengewächs des Weinguts, sondern komme von der Ahr, also bin an der Ahr geboren und habe dort auch gelernt und habe eben im Kloster Eberbach oder im Weingut Kloster Eberbach und der Domäne Bergstraße meinen ersten Job nach der Ausbildung gefunden. Und ich will Sie gar nicht so viel mit geschichtlichen Fakten langweilen, aber ich denke, es ist einfach interessant zu wissen, wie das größte deutsche Weingut, weil das ist das Weingut Kloster Eberbach nun mal auch mit der Bergstraße zusammen eigentlich entstanden ist. Das Ganze liegt nämlich schon ziemlich weit zurück. Rund 900 Jahre betreiben wir jetzt Weinbau im Kloster Eberbach. Damals so 1136 kam ein Zisterziensermönch aus dem Burgund, nämlich Bernhard von Clairvaux, nach Deutschland und suchte nach einem schönen Ort, um ein Kloster zu bauen. Aber was damals die Mönche gemacht haben, war ja noch nicht Thema an der Bergstraße. Worüber wir uns sehr glücklich schätzen können, ist, dass die Preußen Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts eben ihre Hand
an die hessischen Staatsweingüter bekommen haben. Da hieß das noch gar nicht so. Und uns eben vor allem an der Bergstraße, aber auch zum Beispiel in Assmanshausen, eben die Weinbaudomänen beschert haben, die wir heute haben. Das heißt, diese wunderschönen Gebäude kommen aus preußischer Zeit. Die Weinbaudomäne an der Bergstraße wurde 1856 ungefähr gebaut. Und, später, etwas 20. Jahrhundert, aber wir hatten dort einen Domänenleiter ab 1856, der eben sehr stark an dem Thema Qualitätsweinbau gearbeitet hat. Und die Preußen haben das Thema Weinbau, so wie wir ihn heute betreiben, in Grundzügen sehr stark vorangetrieben. Das heißt vor allem die Art und Weise, Wein im Fass auszubauen, Wein trocken auszubauen, rot wie weiß, ist vor allem eine preußische Idee, die wir heute noch fortführen. Und die Bergstraße bietet dem Weingut Eberbach einen enormen Vorteil mit 238 Hektar im Ertrag und rund 2 Millionen Flaschen, die wir im Jahr produzieren, gibt es natürlich einiges zu verkaufen. Und der Vorteil ist, dass wir eben neben Riesling, der natürlich die führende Rebsorte im Rheingau ist, eine Auswahl an anderen Rebsorten, nämlich Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay, ebenfalls auf Spitzenlagen anbieten können und einfach für jeden Kunden, der zu uns kommt, das Richtige haben, weil so unsere Philosophie ist so ein bisschen, wir möchten alle unsere Kunden in ihren Genussmomenten begleiten. Die finden im Übrigen heute zu Hause statt, deswegen sind wir auch freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Und das schaffen wir eben vor allem durch ein breites Portfolio und durch Weine aller Rebsorten von höchster Qualität. Und ich hoffe, Judith, das waren nicht mehr als 3 Minuten. Ich hoffe, Ihnen schmeckt der Wein. Grauburgunder, im Übrigen absoluter Geheimtipp zum Kalbstafelspitz mit grüner Soße. Sehr klassisch, sehr lecker. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Genießen Sie die Weine und danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, liebe Caro. Das war sehr toll erklärt und ja, super, dass du dabei warst, obwohl du heute frei hast. Danke dir. So, ich bin eigentlich auch schon am Ende jetzt. Ich hoffe, dass wir uns bald alle wiedersehen im Rebmuttergarten, dass die Gastronomie bald öffnen darf. Ich weiß, sehr viele Freunde von mir sind heute Abend auch wieder dabei. Wir sehen uns bald im Rebmuttergarten. Bleibt bitte alle schön gesund und humorvoll. Wir sehen uns bald und ich gebe den Stab weiter an die Lisa im schönen Odenwald. Viel Spaß noch und einen schönen Abend. Da ist er. Da ist er. Ich hoffe, ihr könnt mich auch alle hören. Liebe Judith, vielen Dank für die nette Überleitung. Auch Ihnen einen wunderschönen guten Abend hier aus Rostorf. Im Moment scheint wieder die Sonne, gerade hat es heftigst geregnet und ich freue mich darauf, jetzt erstmal das Wochenende mit Ihnen Winophil zu beginnen. Ich glaube, besser kann das Wochenende gar nicht starten, außer mit einem guten Glas Wein, den wir jetzt auch im Glas haben. Wir kommen nun vom großen zum kleinen Bruder, dazu später vielleicht ein wenig mehr. Ja, das Weingut, oder ich stelle mich erstmal selbst vor. Mein Name ist Lisa Edling. Ich leite hier oder mir gehört das Weingut Edling in Rossdorf. Und das Weingut gibt es schon seit 1947. Damals hat mein Urgroßvater hier die ersten Weinreben gepflanzt und seitdem ist es immer in der Familie geblieben. Ganz so viel Hektar, wie wir eben gehört haben, was im Rheingau und an der Bergstraße wächst, haben wir leider nicht. Wir haben nur 5 Hektar Rebfläche. Was wir aber dennoch haben, ist diese große Rebsortenvielfalt. 15 unterschiedliche Rebsorten bauen wir hier bei uns auf dem Rossberg an. Ich glaube, es geht vielen so jeden Morgen nur Marmelade, Erdbeermarmelade oder Salamibrot. Das möchte auch keiner. So geht es uns auch mit dem Wein. Mit 15 unterschiedlichen Rebsorten haben wir wirklich für jeden Geschmack etwas dabei und auch wir freuen uns darauf, wenn wir was Leckeres kochen, den entsprechenden Wein dazu natürlich zur Hand zu haben. Der Rossberg hat eine Besonderheit, er war nämlich ein ehemaliger Vulkan, vielleicht nicht so, wie man sich das bei dem Ätna vorstellen kann, sondern einfach, es gab eine große Eruption, dadurch einen Magmakegel und direkt neben den Weinbergen wird jetzt schon lang von der Odenwälder Hartsteinindustrie dort Basalt auch abgebaut. Am Kaiserstuhl wäre das nichts Besonderes. Wir aber hier in Hessen sind die Einzigen, die diese geologischen Gegebenheiten vorfinden und darauf eben Weinbau betreiben. Deshalb haben wir im Untergrund Basalt, obendrauf eine schöne Lehmauflage, die besonders gut Wasser und Nährstoffe speichern kann.
dadurch sehr gut für den Weinanbau geeignet ist und vor allem die Burgundersorten fühlen sich doch auf dem kalkreichen Boden sehr wohl, sodass wir auch hier die Palette über Frühburgunder, Spätburgunder, Grau-Weißburgunder, ich zähle mal noch den Chardonnay mit dazu, wirklich eine schöne Bandbreite anbieten können. Alle Rebsorten werden bei uns noch von Hand geerntet. Wir haben Gott sei Dank noch genügend Hausfrauen, Rentner, Schullehrer in den Ferien, die Lust und Zeit haben, mit uns die Weinlese zu bestreiten. Dadurch können wir die Trauben eigentlich exakt und gut reif und immer sehr gesund dann auch ernten. Und falls ein Jahr mal nicht ganz so optimal läuft, kann man eben auch schon selektiv im Weinberg Trauben entfernen, die man im Keller nicht weiter verarbeiten möchte. Ich habe vorhin angesprochen, wir gehen vom großen zum kleinen Bruder, vom Grauburgunder zum Weißburgunder, denn beide Rebsorten werden sehr, sehr gern verglichen. Grauburgunder und Weißburgunder lassen sich während der Entwicklung im Weinberg, während der Wachstumsphase der Vegetation gar nicht unterscheiden. Auch der Spätburgunder, wenn man ihn noch mit dazu nimmt, nicht erst, wenn die Trauben anfangen, sich zu verfärben, kann man hier erkennen, handelt es sich um einen Grau-, Weiß- oder Spätburgunder. Der Spätburgunder wird klassisch dunkelrot. Der Grauburgunder hat ja eher so eine gräulich-roséfarbene Beerenschale und der Weißburgunder bleibt eben hellgrünlich, so wie man sich das vorstellt. Wo der Grauburgunder eher ein bisschen kräftiger, extraktreicher ist, auch von den Aromen, wirkt der Weißburgunder eher ein bisschen eleganter und filigraner. Er hat, wenn man jetzt mal in den Wein reinriecht, hat mehr so ein bisschen Apfel- und Birnenaromen in der Nase, noch auch eine angenehme Säure, sodass es ein optimaler Wein ist als Menüwein zu unterschiedlichen Speisen. Gerade jetzt in der Frühlingszeit, die Judith hat es ja vorhin schon angesprochen, Spargel ist so der Klassiker, Weißburgunder, Silvaner, auch ein leichterer Grauburgunder, ganz toll zum Spargel, aber auch, wenn man Richtung Meeresfrüchte geht oder auch Fisch, helles Kalbsfleisch, also nicht mit so einer dunklen Soße. Dazu ist der Weißburgunder auch ganz, ganz hervorragend geeignet. Probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Sie dürfen das natürlich gerne auch. Der Weißburgunder kommt ursprünglich eigentlich aus dem Französischen. Im 14. Jahrhundert hat man dort den ersten Pinot Blanc oder manche kennen ihn auch vielleicht auch Pinot Bianco entdeckt. Die Zisterzienser haben ihn dann mit in den Rheingau gebracht. Das haben wir eben ja auch schon so schön gehört. Und von dort hat sich der Weißburgunder über ganz Europa ausgebreitet. Der Weißburgunder ist auf 5.700 Hektar findet man ihn hier bei uns in Deutschland. Das sind rund 5,6% der deutschen Rebfläche. Also man sieht, er ist ja nicht unbedingt als größte Rebsorte wie der Riesling vertreten. Aber mit dieser Anzahl der Rebfläche hat er doch einen bedeutenden Platz in der deutschen Weinwirtschaft. Kunst am Wein, Kunst am Glas lautet bei uns die Devise. Jeder Wein ist ganz unterschiedlich und wir lieben diese unterschiedlichen Rebsorten. Und das wollen wir auch auf den Flaschen darstellen. Ich glaube, einen kleinen Eindruck können Sie hinter mir gewinnen. Einige Flaschen kann man erkennen und wir sind froh, dass eigentlich jede Flasche sein ganz eigenes und ganz individuelles Etikett auch mit sich bringt. Da haben wir verschiedene Künstler aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland gewinnen können, die von uns hier einige Bilder gestalten. Oftmals beschreiben wir den Künstlern die Weine oder wir gehen bei ihnen persönlich vorbei und entdecken das ein oder andere Bild. Selbst meine Tochter hat jetzt so tolle Bilder gemalt. Da sieht man mal, wozu Corona fähig ist, wenn es ein bisschen langweilig zu Hause wird. Auf dem neuen Traminer, den wir mit im Anbau haben, ist dann sogar ein Bild von unserer Tochter mit drauf. Da schließt sich wieder der Kreis und das ist schön, wenn man auch den Nachwuchs so begeistern kann und vor allem ich auch als Mutter so ein tolles Etikett dann auf dem Traminer mit vorfinden kann. Mit großer Hoffnung haben wir den Ausführungen vom Ministerpräsident Bouffier gefolgt, denn einige Veranstaltungen warten im Weingut und wir scharren schon mit den Füßen. Hier am Bildschirm, das ist das eine, Sie persönlich zu sehen, mit Ihnen einen Wein probieren zu können oder vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten. Das wäre deutlich schöner. Wir freuen uns, dass wir das ab dem nächsten Wochenende machen dürfen. Die Regeln sind zwar sehr streng noch, auch das eine oder andere gilt es zu beachten und wir sind auch schon dran,
wie wir das bei uns im Betrieb fortsetzen können. Nichtsdestotrotz öffnet bei uns mit nächstem Freitag der Weingarten. Jeder Freitag, Samstag, Sonntag und an den Feiertagen kann man bei uns im Weingarten einkehren, eine Kleinigkeit essen, natürlich auch verschiedene Weine probieren. Weil probieren schön ist und diese Rebsortenvielfalt da ist, haben wir auch kleine Weinproben auf der Karte, wo man wirklich nur ein Stückchen eingeschenkt bekommt, aber dann ruhig auch mal 5, 6 Weine probieren kann und danach trotzdem noch gut mit dem Fahrrad nach Hause kommen kann. Genauso wie unsere Weinproben, die immer direkt oben im Weinberg stattfinden. Für mich immer die Highlights, denn es gibt nichts Schöneres, als den Wein dort zu trinken, wo er natürlich auch wächst und mit viel Glück einen tollen Sonnenuntergang erleben kann und das alles draußen in entspannter Atmosphäre im Grün. Ist wunderschön. Auch da haben wir jetzt große Hoffnung, dass die Weinproben stattfinden können. Und wir freuen uns drauf, Sie bald wiedersehen zu können. Rostock ist nicht weit, auch von der Bergstraße nicht. Somit verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Abend, ganz viel Spaß beim Probieren. Und ich freue mich auch drauf, bald alle Winzerkollegen mal wieder in echt und in live sehen zu können. Umso schöner, dass zumindest so eine kleine Veranstaltung heute Abend gemeinsam stattfindet. Und man sieht, die Winzer an der Bergstraße sind nicht gegeneinander, sondern füreinander, immer mit regem Austausch und tollen Veranstaltungen. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind und auch diese regionalen Produkte unterstützen. Zum Wohl! Ja, und damit wieder willkommen zurück. Sie haben jetzt ein paar Minuten Zeit, um die beiden Gläser noch in Ruhe zu leeren, um die Weine zu verkosten. Und wir haben, wie auch vor 2 Wochen schon, einen Gast eingeladen, denn es gibt eine Person, die natürlich, wenn es um Wein geht, nicht fehlen darf, und das ist unsere Bergstresser Gebietsweinkönigin Heike Knapp. Schön, dass du heute wieder da bist, Heike. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo. Hallo. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zu Hause vor den Bildschirmen, liebe Weinfreunde. Ja, jetzt bin ich nun zum zweiten Mal schon hier unten im Keller und darf ein kleines Grußwort sprechen bei der Weinprobe im Rahmen des Bergstresser Weinfrühlings. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Natürlich wäre es mir auch lieber gewesen, Sie alle persönlich anzutreffen. Aber gut, die Pandemie hat uns leider noch immer voll im Griff. Was natürlich aber dennoch die Winzer nicht davon abhält, sich irgendwelche pfiffigen Ideen auszudenken und einfach die Weinproben zu Ihnen nach Hause ins heimische Wohnzimmer zu tragen. Wie jetzt die 2. Online-Weinprobe. Die Winzer der Bergstraße sind da wirklich sehr ideenreich. Wie auch schon im letzten Jahr, im September zum Beispiel. Das Winzerfest wurde 9 Tage lang direkt aus dem Parktheater in Bensheim mit unter verschiedenen Mottos jeden Abend für 1 Stunde lang online ausgestrahlt. Ja, vielleicht haben Sie ja auch schon die letzten Tage genutzt. Hin und wieder waren ja doch ein paar schöne Tage dabei, wo man auch hat gut wandern gehen können. Entlang der Bergstraße natürlich auch. Die Bergstraße erstreckt sich ja von Groß-Umstadt bis nach Heppenheim runter, auf denen ganz viele schöne Wanderwege gibt, natürlich durch die Weinberge. Und bestes Wetter zum Wandern ist aktuell natürlich, solange es nicht regnet, ist immer schön. Und zu heiß soll es vielleicht auch nicht sein und immer ein schönes Gläschen Wein dabei. Das macht natürlich auch ein bisschen Freude. Ja, ansonsten, unsere hessische Bergstraße ist ungefähr ca. 440 Hektar groß an Rebfläche und wie gesagt, erstreckt sich von Groß-Umstadt bis runter nach Heppenheim. Und so vielfältig wie die Bergstraße ist, auch in ihren Böden, spiegelt sich das einfach auch in unseren Weinen wieder. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß. Ich hoffe, Sie haben die Weine ausreichend gekühlt, haben sich ein paar Snacks bereitgestellt und genießen noch die restlichen Weine. Die ersten beiden konnten Sie ja eben schon verköstigen. Ja, bleiben Sie gesund und ich freue mich darauf, vielleicht schaffen wir es ja noch während meiner Amtszeit, dass wir uns doch noch mal irgendwo persönlich auf einer Veranstaltung, wenn auch vielleicht im kleinen Rahmen, treffen können. Sehr zum Wohl.
Ja, liebe Heike, vielen Dank für deine Grußworte. Ich wünsche dir natürlich, dass du diese Amtszeit auch noch richtig gut erleben kannst. Man hört ja jetzt schon von Rostov, dass man langsam anfangen kann mit Außengastronomie. Und ich denke, dann wird es auch zum ein oder anderen kleinen Weinfest kommen. Und vielleicht bist du auch mal auf den Wegstrecken unterwegs, wo die Winzer jetzt Wein to go ausschenken dürfen. Auf jeden Fall. Man wird mich bestimmt das ein oder andere Mal sehen. Das freut uns dann sehr, wenn wir dich da unterwegs sehen. Und du darfst dich ruhig immer als Weinkönigin da gleich präsentieren, dass die Leute wissen, was für eine nette Person wir als Weinkönigin haben. Danke. Ja, zur Weinlagenwanderung, die ich ja eben schon mal gesagt habe. Wine to go gibt es im Moment in den Weinbergen. Die Weinlagenwanderung, die ja dieses Jahr schon zum zweiten Mal ausfallen musste, ist schon seit 1988, gibt es die. Und wir hoffen doch, dass sie nächstes Jahr wieder live stattfindet. Und ich glaube, wir haben da auch noch ein paar Bilder dazu, so dass Sie mal den Anfang erleben können. Schauen Sie ja, mal, das war der erste Text, den wir damals vom Heinrich Jährling gemalt bekommen haben, die erste Zeile, und dann mit der Schreibmaschine, nicht mit PC, das weiterging. Das war das, was ausgelegen hat und wir somit die Leute aufgefordert haben, in den Weinbergen Weine zu trinken. Damals hatten wir natürlich mit null gestartet, hatten aber auch kein Risiko, entweder es wurde zum Erfolg oder auch nicht. Und dass es ein Erfolg wurde, da sehen wir jetzt, glaube ich, auch noch ein paar Bilder. Genau, also man sieht, Menschen sind in großen Scharen unterwegs. Im ersten Jahr hatten wir schon 5000 Besucher gehabt auf diese Wegstrecke von damals knappen 20 Kilometer. Inzwischen haben wir gekürzt auf 17 Kilometer und man sieht, die einen brauchen einen Regenschirm als Sonnenschutz, aber man wird auch sehen, hier sehen Sie die Lage Bensheimer Paulus, wir sind schon wieder weiter, nochmal Bensheimer Paulus, hinter der Schloss. Hier aber man sieht auch, wenn es regnet, haben die Leute Spaß. Genau. Gell? Also sogar, wenn es tatsächlich mal regnet und man einen Regenschirm zwecks des Regens auch braucht, dann haben die Leute trotzdem ihren Spaß bei dieser Weinlagenwanderung. Ja, ja, und die Anfänge, da warst du ja eigentlich maßgeblich auch mit beteiligt. Ne? Wir haben es vorhin schon mal gehabt von den jungen Winzern und von den Jungwinzern. Genau. vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen erzählen. Genau, also damals waren wir alle so in Charlottes Alter, beziehungsweise noch ein bisschen jünger, und es war ja früher so, dass die Winzer, die kannten sich zwar, aber die waren überhaupt nicht bestrebt, irgendwas gemeinsam zu starten, und da ist dann die Idee geboren worden, auf einem Ausflug, als die jungen Jungwinzer an der A zelten waren, wir möchten auch sowas machen wie die A, wir möchten eine Weinlagenwanderung machen. So, und dann sind wir nach Hause und haben das alles mal setzen lassen, und dann haben wir überlegt, welcher Tag wäre denn der optimale. Da hat uns der Vinzenz Andes ein bisschen auf die Sprünge geholfen und hat gesagt, der 1. Mai ist immer ein Feiertag, also versuch den doch zu nehmen. Und auch die Städte waren uns alle wohlwollend entgegengekommen. Wir haben die Weihnachtsstände damals, die Buden zur Verfügung gestellt bekommen, sodass wir ausschenken konnten. Und siehe da, wir waren auch sehr schnell, wer bei den ersten Weinlagenwanderungen dabei war, schnell aufgegessen und ausgetrunken. Das hat sich dann alles auch optimiert. Aber es gibt auch heute noch Zeiten, wo wir immer mal einen Engpass haben. Zwar nicht unbedingt am Wein, aber am Essen, wo es dann einen Engpass gibt. Ja, beim Wein gucken wir immer, dass auf jeden Fall genug da ist. Da sollte es nicht mangeln. Genau. Ja, und wir haben uns auch dieses Jahr natürlich was Tolles überlegt. Damals, du hast es gerade schon angedeutet, das war das erste Mal, dass die Winzer was gemeinsam gemacht haben. Und gerade diese zwei großen gemeinsamen Veranstaltungen, die fallen ja auch dieses Jahr leider wieder aus. Also das eine ist der Weintreff, das andere die Weinlagenwanderung. Und deshalb finde ich es umso schöner, dass wir es geschafft haben, auch wieder gemeinschaftlich mit allen Winzern zusammen hier diese zwei Online-Weinproben auf die Beine zu stellen, zu organisieren. Und das zeigt einfach, dass wir uns unter Kollegen einfach sehr gut verstehen, dass wir viel miteinander lachen und arbeiten und da sehr viel Spaß haben. Und genau nochmal zum Thema Weinlagenwanderung, da haben wir nämlich was ganz Tolles. Ich zeige es mal kurz in die Kamera. Wir haben da nämlich neue Gläser entworfen, beziehungsweise haben neue Gläser bekommen. Die, die schon mal bei der Weinlagenwanderung dabei waren, die kennen sicherlich die alten oder die kleinen Bechergläser.
nur so groß. Und aus denen kann man leider den Wein nicht ganz so gut verkosten. Und jetzt haben wir extra neue Gläser mit Stiel, jetzt sozusagen, entworfen, kreiert, mit natürlich mit Aufdruck, Bergsträßer Weigenlagenwanderung, 1. Mai. Und es gibt noch einen Umhänger dazu, sodass man sich das Glas dann auch tatsächlich, dass man es nicht verliert, wenn man unterwegs ist. Man kann wandern gehen, man sollte es aber längst leer machen, bevor man sich auf den Weg macht, denn sonst könnte es sein, dass man was abbekommt. Aber so ist es immer gut aufgehoben. Und da dieses Jahr ja leider die Wanderung wieder, wie gesagt, ausfällt, es aber natürlich nicht verboten ist, dass Sie vielleicht alleine rausgehen in den Weinberg wandern, haben wir auf den Weinflaschen, die in den Paketen drin sind, auch noch was Besonderes für Sie. Wir haben nämlich alle Flaschen mit einem QR-Code ausgestattet. Und diesen QR-Code, den können Sie überall da, wo Sie Internet haben, einscannen und kommen dann auf die Homepage vom Verkehrsverein, auf die Homepage von www.bergsträßer-weinfrühling.de und da finden Sie nochmal entsprechende Informationen zu dem Wein, zu dem Winzer, wo der Wein herkommt, Besonderheiten des Weinguts und so weiter. Also da können Sie sich dann auch nochmal draußen, da wo der Wein wächst, informieren. Und bevor wir mit den nächsten Weinen weitermachen, würden wir einfach mal noch gerne von Ihnen wissen, wer von Ihnen war denn überhaupt schon mal bei einer Weinlagenwanderung hier am 1. Mai mit dabei? Waren Sie schon mal dabei? Waren Sie vielleicht jedes Jahr dabei? Waren Sie noch nie dabei? Das würde uns einfach mal interessieren und Sie haben jetzt ein bisschen Zeit, während den nächsten beiden Proben diese Frage zu beantworten, wenn Sie möchten. Sie müssen natürlich nicht, aber Sie dürfen gerne an dieser Umfrage teilnehmen. Da würden wir uns doch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Weingut aus Groß-Umstadt, nämlich mit der Lohmühle. Und danach gehen wir nach Zwingenberg zum Weingut Faber. Das Weingut Lohmühle nicht da. Wir schenken schon mal ein. Wir hören können, ich hoffe, man hört mich. Vielleicht gibt es mal ein kurzes Kopfnicken von den Kollegen. Dann, ja, sehr schön. Also, herzlich willkommen von mir auch aus Groß-Umstadt. Sie sind jetzt quasi in den östlichsten Teil der Bergstraße gewandert. Groß-Umstadt gehört weinbautechnisch zur Hessischen Bergstraße. Groß-Umstadt hat etwa 80 Hektar Rebfläche zurzeit. Der größte Anteil der Rebfläche wird von der Odenwälder Winzergenossenschaft Vinum Augmundis bewirtschaftet. Und ein kleinerer Teil, den teilen sich ein paar selbstvermarktende Winzer, zu denen wir jetzt auch gehören, vom Weingut Lohmühle. Wir bewirtschaften etwa 4 Hektar Rebfläche. Mein Name ist Alexander Pfau und das Weingut Lohmühle gibt es seit 2008. Aber der Weinbau hat in der Familie schon länger Tradition, nämlich die Lohmühle als Mühlenanwesen gibt es schon seit 1728, also das heißt fast 300 Jahre gibt es hier den Hof im Familienbesitz. Das heißt, der Betrieb hat sich von einem Mühlenbetrieb weiterentwickelt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb und eben auch seit Anfang 1900 sind auch immer Rebflächen mit dabei gewesen, die bewirtschaftet wurden. Das waren aber kleinere Flächen, die eher für den Hausgebrauch gedient haben. Und sukzessive wurden die Rebflächen dann mal erweitert. Der Großvater war Gründungsmitglied der Odenwälder Winzergenossenschaft und dann wurden die Trauben dort eben entsprechend verarbeitet. Meine Frau und ich haben uns 2008 entschieden, die Trauben hier wieder selbst auszubauen. Das heißt, wir keltern jetzt die Trauben hier auch auf unserem Hof wieder selbst, bauen den Wein selbst aus und vermarkten das Ganze auch seit 2008. Ursprünglich erst im Nebenerwerb. Seit letztem Jahr haben wir auch den Sprung in den Haupterwerb geschafft. Von der Fläche her, sagte ich gerade, sind es etwa 4 Hektar, die wir ausbauen. Ich habe Ihnen heute ein Riesling-Kabinett eingepackt, der
Riesling ist ja eigentlich die Königin der Rebsorten, sagt man, beziehungsweise ist es auch die meist angebaute Rebsorte in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch bei uns in Großumstadt ist es die meist angebaute Sorte. Der Riesling, den Sie jetzt im Glas haben, Sie werden es merken, wenn Sie mal daran riechen. Er hat einen Geruch aus Weinbergspfirsich, grüner Apfel, kann man auch wahrnehmen. Und wenn Sie ihn jetzt probieren, dann merken Sie, dass er natürlich auch eine markante Rieslingsäure hat. Der Riesling ist mit 4,7 Gramm Restzucker und 7,1 Gramm Säure abgefüllt worden. Er ist also trocken ausgebaut. Bei unserem Riesling hier haben wir eine Besonderheit. Es ist so, dass wir hier eine Selektionslese vornehmen. Das heißt, wir machen eine Vorlese im Weinberg, um eben Trauben, die, sage ich mal, die Vollreife nicht ganz schaffen würden, die selektionieren wir, die nehmen wir vorher weg. Und so, dass dann eben nur die gesunden Trauben letztendlich am Stock verbleiben bis zum Ende. So schaffen wir es, die Trauben sehr vollreif lesen zu können. Die Rieslinge sind bei uns, der Riesling-Kabinett im Regelfall immer als Spätlese mit weit über 90 Grad Öchsle gelesen. So auch dieser Riesling. Und die Lage vielleicht noch kurz erwähnt, ist der Umstädter Stachelberg. Also wir haben in Großumstadt drei Weinbergslagen. Dieser Riesling wächst im Stachelberg. Diese Lage befindet sich im Kleinumstadt. Die Reben sind über 30 Jahre alt. Also es ist ein alter Weinberg, alte Reben, die eben hier auch einen sehr vollmundigen Geschmack ergeben. Der Weinberg befindet sich auf dem Stachelberg in der Nähe der Vendolinuskapelle. Übrigens kann man da auch sehr schön spazieren gehen. Und es ist also so, dass diese auf einer kleinen Anhöhe ist, so dass wir hier einen mäßigen Wind haben, der auch durch die Reben durchziehen kann, so dass wir hier eine gute Durchlüftung der Traubenzone haben und sehr gesundes Lesegut im Regelfall ernten können. Ja, vorhin wurde angesprochen, Weinlagenwanderung an der Bergstraße. Als Umstädter möchte ich das auch nochmal nicht ganz unerwähnt lassen. Auch in Großumstadt gibt es eine Weinlagenwanderung. Die wäre eigentlich jetzt am kommenden Sonntag, am 16. Mai. Leider natürlich Corona-bedingt musste auch diese Weinlagenwanderung abgesagt werden. Durchgeführt wird sie vom Odenwaldclub in Großumstadt. Wir hoffen natürlich alle, dass das im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Wer da Interesse hat, kann sich gerne auf der Homepage des Odenwaldclubs Großumstadt nochmal informieren. Ja, auch wir im Weingut Lohmühle haben einen Ausschank, den wir im Regelfall im Sommer und im Herbst durchführen. Und wir sind jetzt natürlich sehr erfreut darüber, dass es Möglichkeiten gibt, auch unseren Ausschank wieder öffnen zu können. Das heißt, wir werden jetzt, wie geplant, am 11. Juni unseren Sommerausschank hier im Hof eröffnen. Das hat letztes Jahr auch wunderbar geklappt. Wir haben den Ausschank komplett im Freien. Das heißt, alle Personen sind im Freien und müssen keine Bedenken haben, in irgendeinen engen Raum reinzugehen. Und wir werden die Hygienemaßnahmen natürlich alle einhalten können. Also wir öffnen am 11. Juni immer freitags, samstags und sonntags und ab Herbst, wenn es denn dann möglich ist, auch täglich zur Straußwirtschaftszeit, um auch hier den Federweiser dann genießen zu können. Nähere Informationen darüber finden Sie natürlich auf unserer Homepage www.weingutlohmühle.de. Da finden Sie die Zeiten nochmal ganz genau und ja, dann genießen Sie unseren Riesling noch einmal sehr zum Wohl und ich gebe dann ab an das Weingut Faber nach Zwingenberg und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Alex. Gruß zurück nach Großumstadt. Liebe Gäste, liebe Zuschauer, draußen an den Fernsehern, Monitoren, Tablets, Handys. Auch von mir viele Grüße.
hier aus Zwingenberg, aus unserer Vinothek, / Verkaufsraum. Natürlich hätten wir euch jetzt gerne lieber da hinten an unserem Tisch sitzen, dass wir Auge in Auge uns sehen und die Weine besprechen können. Aber vielen Dank an den Verkehrsverein Bensheim, die diese tolle Veranstaltung hier heute Abend und vor 2 Wochen, meine ich, wäre es gewesen, organisiert haben. Ja, mein Name ist Jan Faber, bin Inhaber des gleichnamigen Weinguts. Bevor ich euch aber was über uns und unser Weingut erzähle, nehme ich mal mein wichtigstes Arbeitsgerät in die Hand, mein Weinglas. Ich habe euch nämlich auch einen Wein in den Karton gepackt, und zwar einen 2017er Zwingenberger Steingeröll Riesling Feinherb. Langer Name, aber der lange Name ist super, weil er euch nämlich alles sagt, was ihr wissen müsst. 2017er, das heißt, er kommt aus dem Jahr geerntet, 2017. Zwingenberger Steingeröll ist die Einzellage, aus dem er kommt. Es ist eine von den 2 Zwingenberger Lagen, Zwingenberger Alte Burg und Zwingenberger Steingeröll. Dann Riesling steht auf dem Etikett, das sagt euch die Rebsorte, das ist praktisch das, was in der Flasche drin ist. Und letztendlich Feinherb, das heißt die Geschmacksangabe. Er sagt, er hat ein bisschen, er ist nicht ganz trocken, also nicht herb, sondern er hat etwas Restsüße und somit Feinherb. Ja, was euch vielleicht aufgefallen ist, wenn ihr mal in das Programm geschaut habt und mal die ganzen Probeweine durchgeschaut habt, dass es jetzt von dem Jahrgang ein bisschen was anderes ist. Das habe ich ganz bewusst gewählt, weil natürlich bei solchen Veranstaltungen, gerade im Frühling, werden immer gern frische, junge Weine genommen, die vielleicht jetzt auch gerade frisch gefüllt sind. Und ich wollte einfach mal zeigen, was ein Wein auch darstellt oder was er kann, wenn er 2, 3 oder auch 4 Jahre schon auf der Flasche auch gereift ist. Und deswegen habe ich mich für unseren 17er Steingeröll Riesling entschieden. Wenn wir uns mal anschauen, ist jetzt nicht besonders auffällig. Er ist von der Farbe etwas kräftiger, als er noch am Anfang war. Das ist auch altersbedingt oder reifebedingt. Wenn wir aber mal hineinriechen, merken wir ein etwas anderes Aroma als bei einem ganz jungen Wein. Ihr hattet ja jetzt gerade einen 19er Riesling, Cabernet trocken im Glas. Der Alex sagt ja auch so ein bisschen grüner Apfel, junger Pfirsich. Das ist hier jetzt ein bisschen anders. Am Anfang war das bei dem ähnlich. Allerdings haben wir jetzt eher so ein bisschen Honigaromatik, reifer Pfirsich. Also er ist wesentlich opulenter, als er noch in seinen jungen Jahren war. Ja, und wenn wir ihn probieren. Haben wir auch genau diese Aromatik oder diese Typizität eines gereiften Weines auch im Mund. Das Schöne aber ist, dass die Säure des Rieslings genau diese Stabilität aber bringt. Also auch der Wein praktisch immer noch lebendig ist. Ich sehe gerade hier, schreibt jemand, es ist fast wie ein Perlwein. Das heißt, die Kohlensäure, die natürlich auch durch den schonenden Ausbau im Wein noch drin ist, hält den Wein immer noch frisch. Aber trotzdem haben wir diese schöne, gereifte Aromatik. Ja, vielleicht 1, 2 Worte zum Steingeröll oder speziell zu dem Weinberg, wo der Riesling herkommt. Das sind Rebstöcke, die zum Teil in den 1960er Jahren gepflanzt wurden. Das heißt, wir haben hier sehr alte Reben gehabt und die haben zwar nicht mehr viele Trauben dranhängen, aber die haben natürlich diese wenigen Trauben mit dem tollen Wurzel, großen Wurzelwerk super versorgt. Ja, also ich finde mal ein anderer Wein in der Weinprobe und jetzt vielleicht ein paar Infos. Ich sehe schon, die Zeit rennt mir davon. Zum Weingut. Ja, Weingut Faber gibt es seit 2006. Da haben wir den ersten Weinberg von Wilfried Bürkle gekommen. Dort habe ich nämlich 2003 mit meiner Winzerkarriere angefangen als Praktikant und dann als Lehrling und dann als Gehilfe, mittlerweile als Winzermeister, bin immer noch dort, mache aber nebenher auch noch mein eigenes Weingut. In dem Rahmen viele Grüße an Simon Bürkle und vielen Dank für die langjährige Unterstützung. Ja, wo war ich stehen geblieben? Unser Weingut. Ja, also am Anfang war es so, erster Weinberg 2006, das war so viel, dass wir es selber trinken konnten. 2008 kamen dann die ersten Weinberge dazu und über die Jahre immer mehr, mittlerweile sind es 11 Stück. Und die wichtigste Thematik bei uns war eigentlich immer,
Kulturlandschaft bewahren. Wir haben in Zwingberg sehr viel Steillage und wir sehen es an der Bergstraße immer mehr, dass diese Steillagen oftmals nicht mehr bewirtschaftet werden, brachfallen, dann kommt erst Brombeer, Monokultur und dann kommen die ersten Büsche und irgendwann ist es Wald. Und so haben wir nämlich in Zwingberg in den letzten 100 Jahren fast 2/3 unserer Rebfläche verloren. Also wir hatten noch in den 1910er Jahren 38 Hektar und haben jetzt nach etwas über 100 Jahren noch 12 Hektar. Und das war unsere Thematik, dass wir diese alten Weinberge übernehmen und sie weiter bewirtschaften und sie praktisch im Ertrag halten wollen. Das ist so ein bisschen die Thematik. Wir haben sehr viele Riesling-Weinberge bekommen in den letzten Jahren, darunter auch der Steingeröll. Wir haben jetzt aber im letzten Jahr, wenn ihr auch noch mal guckt, bei unserem Rebsortenspiegel, da steht drauf, fast 20% Junganlage, 20% unbestockt. Das heißt, wir haben noch sehr viel Potenzial und Arbeit in den nächsten Jahren. Neben dem Riesling auch Grauburgunder, Chardonnay haben wir jetzt angepflanzt. Nächstes Jahr in der Flurbereinigung werden wir uns dem Rotwein widmen. Also da wird noch sehr viel kommen. Ja, ich glaube, meine Sendezeit ist fast abgelaufen. Deswegen möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr heute dabei seid und unsere Weine probiert. Und probiert sie ruhig auch noch mal später. Lasst den vielleicht noch mal ein Glas ein bisschen stehen. Ich habe das jetzt gemerkt. Ich habe mir den vor einer Stunde eingeschenkt. Da ist noch mal ganz große Veränderungen gekommen, zum Positiven auch. Also weiterhin viel Spaß heute Abend. Und ich melde zurück in die Sendezentrale nach Heppenheim zu Christa, sehe ich gerade. Charlotte ist nicht da. Genau. Tschüss. Hallo Jan. Vielen Dank, Jan, fürs Weiterleiten. Ja, jetzt wollen wir mal die Frage auflösen, wie viele Leute waren denn schon auf der Weinlagenwanderung, beziehungsweise wer war vielleicht auch schon bei der ersten Weinlagenwanderung dabei? Einmal 8%. Mehrmals 47%, immer 26%, also immerhin ein Viertel, und noch nie 19%. Okay, die noch nie, das sind bestimmt so junge, dass sie noch keinen Alkohol trinken durften und deshalb noch nie angekreuzt haben, beziehungsweise, dass sie vielleicht gedacht haben, das ist immer so voll. Aber als kleinen Tipp, wenn sie nächstes Jahr die Ersten sein wollen, die dabei sind, wandern sie doch nicht mit der Herde, sondern gegen die Herde, beginnen sie einfach in Heppenheim und laufen dann Richtung Zwingenberg. Und die Charlotte hatte ja charmanterweise schon dieses neue Stielglas gezeigt. Die haben wir uns natürlich vor 2 Jahren schon angeschafft, weil wir gesagt haben, wir fahren eine Zeit lang doppelt. Für alle die, die jetzt bedauern, dass es nicht mehr die Sentis-Becher gibt mit diesen kleinen dunkelbraunen oder weißen oder beigen Haltern, sondern nur noch die Stielgläser. Nein, wir machen das wie am Bensheimer Winzerfest, Backstresser Winzerfest. Wir werden diese alten Sentis-Becher noch eine Zeit lang mitbegleiten lassen und wir werden auch die Stielgläser mitbegleiten lassen. Diese können Sie übrigens schon in jedem Weingut erwerben. Die Weingüter sind vom Weinbauverband damit ausgestattet worden, weil wir doch mehrere tausend Gläser haben. Also Sie müssen keine Angst haben, dass sie leer werden. Aber schauen Sie mal, da gab es noch kein Corona, wo die Halterung entwickelt wurde. Also man sieht, man hätte das damals schon gedacht, ob das was mit Corona zu tun hat, ob man da einen Filter drauf machen kann. Also Scherz beiseite, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder ohne die Masken das Ganze machen können. Ja, die Gläser kosten übrigens 3 € in jedem Weingut und 2 € die Halterung, also das Paar zusammen 5 €. Und noch eines wollte ich Ihnen mal kurz erklären. Sie haben ja alle diesen Katalog und in dem Katalog können Sie auch ankreuzen, welcher Wein Ihnen gefallen hat, beziehungsweise wie gut er Ihnen gefallen hat. Und das heißt, also alle, die Ihnen so ganz besonders gut gefallen haben, die können Sie natürlich nachkaufen. Sie müssen nicht
nicht nur einmal eine Flasche trinken. Ich hatte heute ein Gespräch, bevor ich hierher gegangen bin, und dann hat derjenige gesagt, ja, wir machen die Probe mit, aber ich weiß nicht, ob wir nach 2 bis 3 Proben so viel zu schwätzen haben, dass wir gar nicht mehr zuhören können. Also die Idee ist eigentlich, kaufen Sie doch 9 Pakete und dann können Sie sich immer auf einen Wein konzentrieren. Sie können nämlich über YouTube das ganzjährig weiterverfolgen. Und wenn Sie beim nächsten Mal, konzentrieren Sie sich auf den zweiten Wein und so weiter. Sie können ja auch die Probierorte wechseln oder auch die Personen, mit denen Sie probieren wollen. Also die Winzer haben wirklich genug Wein. Und jetzt leite ich mal weiter in Charlies Backstube. Wir haben uns da auch was Besonderes einfallen lassen. Ja, herzlich willkommen in Charlottes Backstube. Wir waren ja vor 2 Wochen in Ollis Kochstudio. Der Olli kocht sehr gerne, falls Sie sich erinnern. Wenn Sie beim letzten Mal dabei waren, dann können Sie sich das bestimmt noch in Erinnerung rufen. Ich persönlich muss sagen, ich backe sehr gerne und deswegen haben wir uns heute natürlich auch was überlegt, was zur Jahreszeit passt. Vor 2 Wochen ging es vermehrt um den Spargel. Die Spargelsaison hat ja jetzt wirklich schon vor einiger Zeit begonnen. Hallo Christa, schön, dass du da bist. Hallo. Und auch die Erdbeeren sind jetzt natürlich ganz stark im Kommen. Und da haben wir uns gedacht, heute kümmern wir uns mal ein bisschen mehr um die Erdbeeren. Und da gibt es ein paar ganz interessante Fakten. Wusstest du eigentlich, dass die Erdbeere gar keine Beere ist? Ja. Ich habe das lange auch nicht gewusst, aber es ist tatsächlich eigentlich eine Nuss. Und wenn wir uns mal so eine Erdbeere ein bisschen genauer anschauen, ich nehme mal hier eine auf die Hand, vielleicht können wir mit der Kamera mal rangehen, dann sehen wir so ganz viele kleine gelbe Pünktchen. Und das sind tatsächlich die Nüsse und die Erdbeere ist eigentlich eine Sammelnussfrucht, so heißt das Ganze, und wird halt Erdbeere genannt. Und dadurch von den meisten dann doch zu den Beerenfrüchten gezählt. Aber wie auch immer, Hauptsache ist, sie schmeckt und das tun sie. Und jetzt ist auch wirklich die Zeit, wo die Erdbeeren reif sind und wo man sie auch regional kaufen sollte. Denn was ganz wichtig ist bei den Erdbeeren ist, dass sie frisch sind. Man kann Erdbeeren nicht lange im Kühlschrank aufbewahren, sondern da muss man wirklich gucken, dass sie frisch sind. Und das Beste, woran man das erkennen kann, ist eigentlich dieser Glanz, den man hat, wenn man sich die Erdbeeren anschaut. Also wenn sie so glänzen wie jetzt hier. Gut, ich habe sie natürlich vorhin gewaschen, auch ganz klar. Aber wenn sie so glänzen, dann kann man davon ausgehen, dass sie wirklich frisch sind. Und für heute haben wir uns was ganz Tolles überlegt. Wir haben nämlich gedacht, wir machen aus einfachen und wenigen Zutaten ein tolles Dessert. Und zwar eigentlich ein Klassiker fast schon, wenn man so möchte, ein Erdbeertiramisu und das Ganze im Gläschen. Genau. Und was wir dazu brauchen, haben wir einfach mal hier aufgebaut. Löffelbiskuits, wer möchte, kann natürlich auch selbst Biskuit oder einen Kuchen backen und den dafür verwenden. Dann habe ich Erdbeeren zu Hause schon klein geschnitten, das habe ich schon mal vorbereitet, gewürfelt und eingelegt. Ich habe es in Weißherbst eingelegt, also in Roséwein. Man kann dafür natürlich auch einen anderen Wein nehmen. Wer es alkoholfrei möchte, kann einen Saft nehmen. Einfach, falls man vielleicht Kinder mit am Tisch hat, damit es auch für die genießbar ist im Endeffekt. Dann brauchen wir eine Mascarpone-Creme. Das ist hier im Prinzip einfach nur Mascarpone und Sahne. Bisschen Vanillezucker rein. Je nach Süße, wie man es gern hat, kann man noch ein bisschen Zucker zugeben oder eben auch nicht. Und dann noch ein bisschen Deko. Und da würde ich sagen, wir legen mal los. Genau. Du eins, ich eins. Jawohl. Genau, also wir fangen an mit dem Löffel Biskuit. Den machen wir ein bisschen klein. Einfach unten ins Glas. So reinbröseln. Dann kommt als nächstes die Erdbeeren drauf. Ich stelle es mal nach vorne, dann kann man es vielleicht besser sehen. Und da darf ruhig ein bisschen von dem Wein oder von der Flüssigkeit mit dazu, damit sich der Löffelbiskuit richtig schön vollsaugen kann. So, noch ein paar. Ich reiche mal weiter. Jawohl, danke. Und dann als nächstes obendrauf die Mascarpone-Creme. So, noch ein bisschen. So, und das Ganze würde ich jetzt, so wie es da steht, erstmal ein paar Stunden tatsächlich einfach stehen lassen, damit der Biskuit unten schön durchzieht. Wir machen es jetzt aber schon mal fertig, damit man auch sieht, wie es im Endeffekt aussehen soll. Noch ein bisschen Verzierung obendrauf. Dann nehmen wir eine schöne Erdbeere. Einfach mal obendrauf gesetzt. Und ein bisschen Grün darf da im Endeffekt ja dann auch nie fehlen. Ich greife mal kurz über dich. Da haben wir schöne Zitronenmelisse. Einfach ein Blättchen nebendran. Und schon haben wir ein wunderschön fertiges Dessert. Wenige Handgriffe, schnell zubereitet und das kann man schon am Tag vorher zubereiten. Wie gesagt, wenn man es ein bisschen durchziehen lässt, ist es umso besser. Und ja, für die Kaffeetafel. Ja,
ruckzuck war es fertig. Genau. Hierbei ist zu erwähnen, wir haben das Ganze auch gesponsert bekommen vom Edeka Jacobi in Bensheim. Alles erntefrisch, alles regional. Und macht uns einfach Spaß, dass andere teilhaben an unserer schönen Kochidee bzw. Backidee. Und genießen Sie es auch. Das ist das Schöne. Wie gesagt, Erdbeeren eigentlich am besten frisch kaufen, am besten da, wo sie gewachsen sind, also im Hofladen bei einem Erdbeerbauer. Aber auch die Edeka-Märkte haben inzwischen sehr viele regionale Produkte. Das freut uns Winzer natürlich besonders. Und da bekommt man natürlich dann auch regionale, ganz frische Erdbeeren. Ja, und dann haben wir noch was vorbereitet, an dem Sie nachher alle teilnehmen können, wenn Sie möchten. Wir möchten nämlich gerne mit Ihnen ein kleines Experiment machen. Das Experiment an sich machen wir später. Wir sagen Ihnen jetzt mal nur, was wir dafür brauchen. Genau, also es ist ganz einfach. Zimt hat vermutlich jeder zu Hause im Haushalt. Halten Sie sich mal ein bisschen Zimt bereit. Halten Sie sich normalen Haushaltszucker bereit. Und als letztes brauchen Sie noch einen Löffel. Und das war's schon. Und lassen Sie sich überraschen, was es für ein Experiment nachher mit uns gibt. Genau. Und an der Stelle leiten wir jetzt weiter zum Weingut Amthor. Ach, und wir haben noch eine Frage. Beinahe hätten wir es vergessen, natürlich. Die Fragen ans Publikum. Eigentlich interessiert uns das ja, aber irgendwie stehen wir dann immer wieder auf dem Schlauch. Wir würden nämlich gerne von Ihnen wissen, waren Sie denn überhaupt schon mal, oder waren Sie bei der letzten Weinprobe, die wir gemacht haben vor 2 Wochen, waren Sie denn da auch dabei? Bei der letzten digitalen Weinprobe, waren Sie live dabei? Waren Sie vielleicht im Nachhinein dabei? Also sprich, haben Sie die Probe auf YouTube im Nachhinein angeschaut? Oder haben Sie die Probe vielleicht verpasst und haben jetzt aber Lust bekommen, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, das noch zu tun, die Probe nachzuholen. Das würde uns interessieren und die Auflösung für alle gibt es dann natürlich nach den nächsten 2 Weinen. Genau. So, hallo liebe Charlotte, liebe Christa, herzlichen Dank für die Überleitung. Ich kann so viel verraten. Ich war bei der letzten Weinprobe auf jeden Fall dabei und habe es auch sehr genossen und freue mich auch heute, die Weine mitprobieren zu dürfen und aber auch selber dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Barbara Amthor vom gleichnamigen Weingut Amthor, zu Hause in Heppenheim. Und wir sind ein recht junges Weingut. Wir hatten ja jetzt schon junge und ältere Betriebe dabei, also uns gibt es quasi seit 4 Jahren. Ganz klassisch in Geisenheim Weinbau studiert, dort meinen Mann kennen und lieben gelernt, geheiratet, 2 Kinder gekriegt und dann eben gefragt, wohin geht die Reise? Und haben uns dann dazu entschieden, einen eigenen Betrieb zu gründen. Man muss dazu sagen, alle Winzer werden es mir gleich fühlen. Es ist ein sehr vielseitiger, wunderbarer Beruf und es gibt einfach auch nicht viele Berufe, in denen man von der Traube bis zum fertigen Produkt alles selber in der Hand hat und selber entscheiden und mitwirken kann. Dann haben wir noch, also wir sind ein sehr kleiner Betrieb, aber die Lisa hat ja eben schon von ihren vielen verschiedenen Rebsorten erzählt. Ganz so viele haben wir dann doch nicht. Wir haben auch 8 verschiedene Rebsorten in verschiedenen Lagen. Das fängt an in Bernsheimer Paulus mit unserem Grauburgunder. Dann geht es über den Heppenheimer Stemmler, natürlich ganz klassisch mit Riesling oder aber auch Weißburgunder. Auf den Heppenheimer Maiberg. Unterhalb der Starkenburg wächst unser Chardonnay und Cabernet Sauvignon. Und im Heppenheimer Eckweg, da haben wir die meiste Fläche, da wächst der Rote Riesling und der Goldmuskateller. Den Goldmuskateller haben wir in Südtirol kennen und lieben gelernt. Sowohl mein Mann als auch ich waren da für einige Monate im Praktikum. Und wie die Lisa das schon gesagt hat, deswegen auch die vielen Rebsorten, was einem selber gerne gut schmeckt, das will man natürlich auch selber einfach machen. Und da habe ich das auch das Glück, dass mein Mann eben eher so der Rebenflüsterer ist. Also mein Mann und die Schwiegereltern, die kümmern sich zu 100% um die Qualität der Trauben und dass wir 100 oder nahezu 100% gesunde Trauben eben auch in den Keller bekommen. Denn das werden die anderen Winzer auch sagen können, was man eben im Weinberg nicht richtig macht, kann man im Keller nicht wieder gut machen. Und da versuchen wir eben, das probieren wir dann gleich, rebsortentypische Weine herzustellen mit einem moderaten Alkohol, sodass man gerne auch die ganze Flasche eben auch trinken kann, wenn man denn möchte. Das Besondere bei uns ist aktuell, dass wir einen Weinautomaten haben. Da können Sie eben an 24 Stunden, 7 Tagen die Woche unsere gekühlten Weine hier in Heppenheim kaufen.
Der ist direkt an der Umgehungsstraße, also neben dem Blumenland Herd, an der Autobahn auf- bzw. Abfahrt. Sie brauchen nur einen Altersnachweis und ein bisschen Kleingeld und können sich so jederzeit mit Wein eindecken. Alternativ gibt es ja, wie vorhin auch schon erwähnt, aktuell an den Wochenenden Wein-to-go-Verkäufe von verschiedenen Winzern in den Weinbergen. Also unterstützen Sie weiter die Bergstreser Winzer, dass es nächstes Jahr wieder einen wunderbaren 1. Mai geben kann, so wie wir ihn alle gewohnt sind. Laut meinen Eltern war ich auch von früh auf dabei, damals noch im Bollerwagen, weil ich noch nicht laufen konnte. Ja, und jetzt eben hinter der Theke im Ausschank und dann nächstes Jahr hoffentlich auch wieder vor Ort. Kommen wir mal zu meinem Wein. Hier, wir haben heute den roten Riesling. Wir hatten ja schon zwei Rieslinge und der rote Riesling, der gilt quasi als Urform des weißen Rieslings. Also durch eine Mutation ist wohl der weiße Riesling entstanden und hat sich dann im Laufe der Jahre durchgesetzt. Und vor mehreren Jahren wurde der rote Riesling aber wieder entdeckt, wieder gezüchtet und wird jetzt auch vermehrt angebaut. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber ich denke, also 2020 hatten wir knapp 20 Hektar hier an der Hessischen Bergstraße vom Roten Riesling. Ich denke, dass das auch weiterhin gestiegen ist. Dann probieren wir doch mal. Also in der Nase ist er eigentlich relativ Riesling-typisch. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch aufgefallen ist. Also so Limette, Zitrus und auch so ein bisschen Pfirsich. Also da überlegt man, kann es vielleicht ein normaler Riesling sein oder ist es ein roter Riesling. Man merkt aber auch, dass er so ein bisschen blumiger, floraler ist. Und das ist eben dieser rote Riesling-Typ. Und was ich vergessen habe zu sagen ist, der rote Riesling heißt natürlich roter Riesling. Die meisten von Ihnen wissen sicherlich, dass die Beerenhäute vom roten Riesling sind eben rot. Es ist aber als weißer Wein klassifiziert. Also der Farbextrakt ist eben so gering, dass es eben ein weißer Wein ist. Und er gilt einfach als so ein bisschen kräftiger, stoffiger als der weiße Riesling. Und das merkt man, finde ich, auch im Geschmack. Also ich finde, man merkt die Säure, die kitzelt so richtig schön in Backen. Also auch wieder Riesling typisch. Aber eben auch, er ist sehr präsent im Mund und sehr, sehr kräftig. Und das ist eben wieder typisch roter Riesling. Die verschiedenen Böden von der Hessischen Bergstraße wurden auch schon angesprochen. Also da gibt es wirklich fast alles. Und hier ist es auch wirklich so, dass man mehrere hundert Meter weiter einen ganz anderen Boden haben kann, als auf dem dieser Wein jetzt gewachsen ist. Und dieser ist jetzt gewachsen auf einem karbonatreichen, lehmigen Sand. Das bedeutet, der Boden hat eine gute Durchwurzelbarkeit, er ist gut erwärmbar und gut durchlüftet. Allerdings muss man auch in den nächsten Jahren schauen, wie es mit der Bewässerung ist oder was man machen kann. Weil da haben wir, glaube ich, bei allen Böden bald ein großes Problem, oder nicht ein großes Problem, nein, aber das ist ein Thema des Klimawandels, dass wir eben ein Wasserdefizit einfach auch haben. Und dieses Jahr haben wir jetzt einfach auch schon wieder relativ wenig Regen. Ich finde, es ist der perfekte Sommerwein, zum Beispiel zum Grillen. Oder die Christa und die Charlotte haben jetzt was mit Erdbeeren gemacht, letzte Woche mit Spargel, vielleicht ein Erdbeerspargelsalat mit so einem schönen Balsamico-Essig. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann würde ich mich gerne noch bedanken, zum einen bei Ihnen allen, dafür, dass Sie seit über einem Jahr jetzt schon den Bergstresser Wein unterstützen, obwohl wir nicht richtig an Ihrem Leben teilhaben. Wir sind jetzt zwar heute alle bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer, auf der Couch oder im Esszimmer, aber eben leider nur online und nicht real. Und dann möchte ich mich noch sehr gerne bedanken bei meinem Mann und bei meinen Schwiegereltern, einfach für die Unterstützung, dass ich das alles so machen kann, wie ich es gerne möchte. Und jetzt gebe ich weiter ans Viniversum zur Bergstresser Winzer AG. Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Bergstresser Winzern. Wir sind hier im Barrique-Keller von unserer Winzergenossenschaft. Ich bin Patrick Staub, der Geschäftsführer von den Bergstresser Winzern. Wir sind insgesamt 350 Winzer, die hier entlang der hessischen und der badischen Bergstraße ihre Weinberge bewirtschaften. Wir sind ja in zwei Anbaugebieten daheim, bewirtschaften nahezu alle Lagen zwischen Zwingenberg bis nach Lützelsachsen runter südlich von Weinheim.
Unsere Rebsorten sind so breit gestreut wie die im kompletten Anbaugebiet. Also die Hauptrebsorte ist selbstverständlich Riesling, gefolgt von Spätburgunder als der bedeutendsten Rotweinrebsorte. Und dann haben wir eben natürlich auch die ganzen anderen Rebsorten, die man typischerweise in Deutschland hat. Grauburgunder, Weißburgunder. Wir haben modernere Rebsorten, die erst die letzten Jahrzehnte aufgekommen sind, wie Chardonnay, wie auch Merlot, jetzt begünstigt auch durch den Klimawandel, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc und, was denke ich sehr, sehr besonders ist bei uns im Betrieb, sind die vielen Piwi-Rebsorten, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, mit denen wir arbeiten und wo wir glauben, dass es die Zukunft des Weinbaus darstellen wird. Das ist einfach eine Möglichkeit, um einen pflanzenschutzärmeren Weinbau zu betreiben. Was ich heute mitgebracht habe, ist ein Chardonnay-Kabinett vom Schlossberg. Das ist ein ganz besonderer Wein, weil er auf der einen Seite die Fruchtigkeit hat, die man traditionell aus Deutschland kennt. Er hat eine Eigenschaft wie ein, ich sage jetzt mal von der Fruchtigkeit her, wie ein spritziger Weißburgunder. Aber auf der anderen Seite hat er auch eine gewisse Vollmundigkeit, einen gewissen Schmelz dabei. Aus meiner Sicht, wer Grauburgunder mag, der wird diesen Chardonnay lieben. Und wir haben diesen Wein jetzt auch speziell während der Spargelzeit nach vorne gestellt, weil wir glauben, dass er sich sehr gut auch kombiniert zum Spargel. Also ich würde vorschlagen, riechen Sie mal in das Glas hinein und verkosten Sie den Wein. Also man merkt tatsächlich die Fruchtigkeit und dann aber auch eine gewisse Komplexität, die da noch mit rumkommt. Ja. Wir sind ganz besonders stolz auf die Qualitätsphilosophie, die wir in unserem Betrieb fahren können. Wir haben bestimmte Qualitätsprogramme, wo die Winzer in den Weinbergen die Erträge reduzieren, die Laubwand der Reben entblättern. Dadurch kommt mehr Sonnenlicht an die Trauben dran. Die trocknen schneller ab bei Regen, bleiben dadurch besser gesund. Und durch diese Ertragsreduktion und durch diese zusätzliche Handarbeit können wir einfach sehr viel geschmacksintensivere Trauben erzeugen. Und das führt natürlich hinterher zu gehaltvolleren Weinen. Und diese Programme, die wir da machen, die finden sich hauptsächlich dann in unserem Qualitätssortiment, in den Terra Starkenburg Weinen wieder und bei den Superior Weinen. Und wir sind ganz besonders stolz eben, weil wir die letzten Jahre durch die heißen Sommer wirklich sehr gute Ernten hatten insgesamt hier an der Bergstraße. Und da merkt man einfach, dass wir ganz neue Stilistiken an Weinen dann auch produzieren können. Und das sind hauptsächlich dann auch Rotweine, die dann hier hervorragend ausreifen und wirklich internationale Spitze werden. Also was man hinter mir sieht hier, sind unsere Barrique-Fässer, wo wir dann die schweren Rotweine über 2 Jahre lang dann reifen, also insbesondere Merlot, Cabernet Sauvignon. Hinter mir ist jetzt gerade ein Spätburgunder aus dem Schlossberg, der dann natürlich auch voluminöser wird. Und ich kann Ihnen allen nur empfehlen, probieren Sie mal 2018er Rotweine von der Bergstraße. Die stehen den südeuropäischen in nichts nach. Und auch der 2020er Jahrgang war wirklich sehr, sehr hervorragend. Also da wird es einige spannende Weine geben. Gut, dann möchte ich mich noch bedanken an dieser Stelle bei dem Verkehrsverein Bensheim, bei dem kompletten Team, was da hinten dran steht, bei allen Winzerkollegen, weil was hier initiiert wurde mit diesem Alternativformat für den Weinfrühling ist, denke ich, wirklich eine grandiose Sache und die ist nicht selbstverständlich. Also vielen Dank an alle Beteiligten und Ihnen noch viel Spaß daheim. Ciao. Ja, vielen Dank, Patrick, für die Vorstellung. Und wir gehen erstmal zurück zu der Frage, die wir vorhin noch gestellt haben. Genau. Genau. Waren Sie denn beim ersten Online-Weintreff, bei der ersten Online-Weinprobe am 30.04. dabei? Jetzt gucken wir mal, wie viele Wiederholungstäter wir jetzt tatsächlich dabei haben. Oh. Nein, 60% nein. Und immerhin 34% waren live dabei. Und einige haben es scheinbar nachgeholt. Na, ist doch schön.
Das ist schön zu sehen, das freut uns. Und die 60%, die beim ersten Mal nicht dabei waren, die haben natürlich die Möglichkeit, weiterhin auch noch dieses Paket, das es zu der ersten Weinprobe gibt, zu erwerben. Die Pakete werden wir noch bis Ende Mai an den Verkaufsstellen auch anbieten, also bei den Winzern, die das mitvertreiben. Die Verkaufsstellen finden Sie auf der Homepage vom Bergstresser Weinfrühling, www.bergstresser-weinfrühling.de. Da können Sie schauen, wo Sie diese Pakete noch erwerben können, wie gesagt, bis Ende Mai. Und auf YouTube, den Link, den finden Sie ebenfalls auf dieser Webseite. Auf YouTube können Sie dann die Weinprobe nachschauen und eben auch im Nachhinein noch machen. Also wer die erste verpasst hat, der darf sich da gerne nochmal einklinken und das nachholen. Genau. Ja, und dann wollen wir an dieser Stelle ein bisschen mal auf die Besonderheiten der Hessischen Bergstraße eingehen. Die Hessische Bergstraße ist ja das kleinste der 13 deutschen Weinanbaugebiete, aber wir sagen so schön klein, aber fein oder klein, aber hoho. Denn wir haben tatsächlich wirklich viel zu bieten. Und eine wirkliche Besonderheit ist, und das trägt auch so ein bisschen der Name mit, den wir noch haben, zusätzlich zur Hessischen Bergstraße, wird unsere Region auch Frühlingsgarten Deutschlands genannt. Und das kommt nicht von ungefähr, denn die Rebhänge, die Bergstraße ist einfach durch den Odenwald, den wir im Rücken haben, wenn man so möchte, sehr gut geschützt vor kalten Ostwinden. Und dadurch haben wir bei uns einfach ein sehr mildes Klima und wir haben oftmals sehr früh auch schon warme Temperaturen. Und eigentlich sind wir die Region, in der als erstes die Mandelbäume blühen. Und da schauen wir jetzt mal ein kleines Filmchen an. Die Bergstraße von oben hier mit Blick von Bensheim auf die Starkenburg. Und Sie sehen im Frühjahr, da blühen bei uns die Mandelbäume. Es ist wirklich wunderschön, wenn die Sonne scheint, da einen Spaziergang durch die Weinberge zu machen. Die Blüte ist natürlich inzwischen für dieses Jahr schon durch, aber es werden noch weitere Jahre folgen. Und Sie sehen, es ist einfach wunderschön und es lohnt sich, da mal durch die Weinberge zu wandern. Natürlich immer mit einer guten Flasche Wein im Gepäck. Wo Sie die erwerben können, das wissen Sie ja inzwischen, das finden Sie in dem Heftchen auch wieder. Und dann dürfen Sie sich einfach mal auf den Weg machen und genießen. Ja, so viel zur Mandelblüte. Ja, dass die Bergstraße eine große Vielfalt zeigt, das haben wir ja jetzt schon von den ein oder anderen Winzern gehört. Es gibt die unterschiedlichsten Rebsorten. Die kleinsten Weingüter haben selbst viele Rebsorten. Das hängt eigentlich daran, dass wir hier Selbstvermarkter haben. Das heißt, es sind 28 selbstvermarktende Betriebe plus die Winzergenossenschaft in Heppenheim plus die Winzergenossenschaft in Großumstadt. Also das heißt, es produzieren über 400 Familien Weine für die Region hier und dadurch möchte natürlich jeder seine Sorte, die er am liebsten trinkt, auch präsentieren. Deshalb haben wir diese große Sortenvielfalt. Und wenn man hört, 450 Hektar Rebfläche und 400 Winzer, das sind natürlich auch Kleinstparzellierungen. Das macht unser Gebiet ja so besonders, dass wir einfach nicht große Flächen haben, wo dann alles maschinell läuft. Nein, wir haben kleine Parzellierungen, wo man sich auch gemütlich mal an den Wegrand setzen kann. Und Sie haben es vielleicht auch hier erkannt, die Winzer haben mit den Erlösen, die über die Weinlagenwanderung gemacht wurden, sowohl Bäume gepflanzt als auch Bänke gestiftet und somit die gesetzt, sodass man auch, wenn man spazieren geht, sich auf eine Bank niederlassen kann und seine Flasche Wein in aller Ruhe genießen kann. Also wir hoffen natürlich, dass Sie nur Bergstresser Wein trinken auf dieser Wegstrecke. Ja, das ist doch klar. Ja. Ja, und diese kleinen Strukturen, die du gerade schon angesprochen hast, die führen auch dazu, dass wir noch eine andere Besonderheit im Gebiet haben, die man tatsächlich sonst selten sieht. Und zwar sind das unsere vielen kleinen Weinbergshäuschen. Diese Häuschen, auch da haben wir ein paar Bilder für Sie. Wer schon mal an der Bergstraße unterwegs war, der hat das mit Sicherheit schon wahrgenommen, hat diese Häuschen schon gesehen. Sie stehen überall, die verschiedensten Formate, viele aus Backstein, aber manche auch einfach mit Holz gebaut. Und diese Häuschen, die haben tatsächlich auch eine Funktion.
Und das ist auch was, was viele nicht wissen. Und zwar ist das so, man sieht hier mal ein Häuschen, was geöffnet ist. Da steht auch ein Stuhl drin. Das war natürlich früher ganz wichtig, dass man einen Stuhl hatte, um sich mal auszuruhen. Heute, wie gesagt, haben wir ja Bänke gestellt. Aber früher wurden diese Häuschen genutzt, um einfach die Gerätschaften, die Arbeitsgeräte, die man sonst jeden Tag mit in den Wingert tragen musste, mit rauszunehmen, beziehungsweise nicht immer mit rausnehmen zu müssen, sondern man hatte sie eben draußen vor Ort. Man hatte in der Regel einen kleinen Weinberg mit seinem Häuschen und hatte seine Gerätschaften, die man gebraucht hat, um den Weinberg zu bewirtschaften, dann in dem Häuschen stehen. Denn früher gab es keine Autos, man musste im Prinzip alles tatsächlich händisch raustragen. Das ist eine Sache und eine weitere Sache ist, wenn man in so einem Häuschen drin ist, dann sehen wir hier, da ist ein Loch im Boden und unterhalb dieser Häuschen ist es tatsächlich so, dass wir quasi einen Keller haben und dieser Keller ist natürlich nicht da, um Wein zu lagern, sondern diese Keller sind da, da wird Wasser gesammelt, Regenwasser von den Dächern dieser Häuschen wird da gesammelt und damit hatte man auch draußen im Weinberg immer Wasser zur Verfügung, um zum Beispiel Jungreben anzugießen oder für irgendwelche andere Zwecke. Also das war eine ganz wichtige Funktion, die die Häuschen auch tatsächlich früher inne hatten und einfach eine Besonderheit, die es nicht in vielen anderen Gebieten gibt, die es hauptsächlich bei uns gibt und das ist was, was viele nicht wissen und deswegen haben wir gedacht, wir zeigen es heute mal. Genau. Und wenn Sie mal auf dieser Wegstrecke sind, dann achten Sie doch mal auf diese Häuschen und achten mal drauf, wo die Regenrinne hingeht. Die geht nämlich in das Häuschen, um das Wasser zu sammeln. Die neueren Häuschen zwar nicht, die sind ja schon zum Teil 100 Jahre alt, aber die neueren Dächer wird das Wasser schon nach außen abgeleitet, weil man heutzutage einfach mit dem Auto rausfährt oder mit dem Traktor und das Wasser dabei hat und nicht immer alles extra transportieren muss. Ja, aber jetzt zum anderen Thema. Ihnen ist vielleicht heute aufgefallen, dass die ganze Sache bei uns sehr frauenlastig ist. Hm. Das sind wir eigentlich auch sehr stolz drauf. Man sieht die Frauenquote bei uns an der Bergstraße ist recht hoch. Genau. Also ich weiß, 2014, da hat unsere Tochter Ausbildung gemacht und in diesem Jahr gab es 6 junge Frauen, die eine Ausbildung bzw. ein Studium besucht haben und ein einziger junger Mann war dabei gewesen. Also von daher erklärt sich das von ganz alleine. Also die Frauen, die sind bei uns hier fast an der Macht, kann man schon sagen. Aber ohne die Männer geht es natürlich auch nicht. Ja, aber wir sind auf dem Vormarsch, das muss man ganz klar dazu sagen. Ja, und wir hatten vorhin schon, es ist schon mal angeklungen, die Bergstraße hat 2 Teile. Es ist der Teil hier an der vorderen Bergstraße, wie wir es nennen, zwischen Heppenheim und Zwingenberg, der Bereich Starkenburg und dann gibt es noch den Bereich Umstadt, die sogenannte Odenwälder Weininsel. Also wir sind das kleinste Gebiet, aber trotzdem trennen uns dann doch teilweise um die 50 Kilometer voneinander. Und da ist uns einfach die Frage gekommen, wo kommen Sie denn eigentlich her? Das haben wir vor 2 Wochen auch schon gefragt, die Zuschauer, die teilgenommen haben, wo Sie denn herkommen, weil uns das einfach mal interessiert. Kommen Sie hier aus der Region? Kommen Sie von der Bergstraße? Kommen Sie aus dem Odenwald? Kommen Sie etwas weiter gefasst aus Hessen oder vielleicht sogar von noch weiter weg? Das würde uns einfach mal interessieren, wo kommen Sie denn her und das lösen wir dann nach den nächsten Weinen auch auf. Ach, da ist noch ganz wichtig mal zu erwähnen, also die ersten beiden deutschen Weinprinzessinnen kamen übrigens von unserer kleinen Weininsel. Das erste war 1976 die Christel Emmerich und das zweite war dann die Lisa Edling gewesen. Also von daher, Sie sehen, auch da hat man schon reagiert und gesagt, okay, an der Bergstraße gibt es Frauen, die sind sehr fit in diesem Beruf und die können die Weine und die Weinpräsentation auch optimal vornehmen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Wein. Ja. Ja. Und da darf ich Ihnen jetzt, ich bin heute Abend nicht nur als Moderatorin hier, sondern ich darf auch als Winzerin heute Abend hier stehen und darf Ihnen den nächsten Wein vorstellen. Und zwar ist das unsere Gewürztraminer Spätlese Trocken aus dem Jahr 2019. Gewürztraminer ist für mich oder für uns im Weingut auch eine ganz besondere Rebsorte. Es ist eine absolute Spezialität und auch Rarität. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass dieser Wein mal vergriffen ist. Wir haben nicht besonders viel davon, aber er hat doch seit einigen Jahren einen festen Platz bei uns im Sortiment. Und wenn wir jetzt mal den Wein eingeschenkt haben und dann ins Glas reinriechen, dann merken wir auch gleich, was diesen Wein so speziell macht.
denn er kommt einem förmlich schon fast ins Gesicht gesprungen, wenn man so möchte. Wir haben ein ganz intensives Aroma, der Name sagt es schon, Gewürztraminer. Wir haben ein sehr würziges Aroma, das erinnert an Muskatnuss, aber auch die fruchtige Komponente, die geht so ein bisschen in Richtung Litschi. Und dann haben wir noch was ganz Prägnantes, was für den Gewürztraminer ganz typisch ist, und zwar ist das der Rosenduft. Vielleicht riechen Sie mal rein und können das ein bisschen nachvollziehen. Und wenn wir den Wein dann verkosten, ja, dann finden wir auch alle diese Aromen, diesen Ausdruck finden wir auch im Geschmack wieder. Und zusätzlich haben wir eine schöne Fülle, eine schöne Cremigkeit, die der Wein mitbringt. Der Wein ist sehr langanhaltend, ist nachhaltig und macht ihn so, oder somit wird er für uns zu etwas ganz Besonderem. Man kann einen solchen Wein super gut kombinieren mit verschiedensten Speisen. Hier passen zum Beispiel ganz hervorragend ein reifer Käse dazu oder auch eine Süßspeise, die vielleicht, oder eine fruchtige, ein fruchtiger Nachtisch, fruchtiger Dessert, der nicht ganz so süß ist, oder auch würzig-kräutrige Speisen. Ja, wir bauen aus dem Gewürztraminer nicht nur einen Wein aus, sondern seit etwa 7 Jahren haben wir auch einen Sekt im Angebot. Das ist tatsächlich der einzige Gewürztraminer-Sekt, den es an der Hessischen Bergstraße gibt. Auch das natürlich eine noch größere Rarität wie der Wein an sich, denn den Sekt, der ist natürlich auch relativ schnell immer ausgetrunken, aber wer den mal verkosten möchte, wir haben hier natürlich die gleichen Aromen im Glas dann, aber durch die Kohlensäure, die der Sekt mitbringt, wird auch noch mal, kommt auch nochmal eine gewisse Frische mit. Der Sekt ist ein bisschen frischer, ist ein bisschen spritziger und macht einfach auch super viel Spaß, als Aperitif mal abends zu genießen. Ja, das Weingut Freiberger, da wo ich herkomme, ist mein Familienbetrieb. Wir sind in Heppenheim angesiedelt, direkt am Fuße des Schlossbergs sozusagen, am Rande der Altstadt, da liegt unser Weingut. Uns gibt es schon etwas länger als andere Weingüter, die sich heute Abend vorgestellt haben. Wir haben eine etwas längere Tradition. Gegründet wurde das Weingut 1926 von meinem Urgroßvater Heinrich Freiberger. Er hat damals angefangen mit einem halben Hektar Rebfläche am Schlossberg. Ein alter Weinberg ist auch heute noch in unserer Bewirtschaftung, ist auch heute tatsächlich der älteste Weinberg, den wir bewirtschaften. Die Reben sind nicht ganz 95 Jahre alt, ein bisschen jünger sind sie dann doch, aber es ist insgesamt der älteste, den wir im Anbau haben. Inzwischen ist das Weingut angewachsen auf 16 Hektar Rebfläche und damit sind wir eins der größten privat vermarktenden Weingüter an der Hessischen Bergstraße. Und es ist auch nicht mehr die erste Generation am Start, ganz klar, sondern es ist inzwischen die dritte Generation, die die Geschicke des Weinguts leitet. Und das ist vor allem mein Vater Heinz Freiberger und sein Cousin Rolf. Und ja, mit mir steht dann jetzt quasi die vierte Generation auch schon in den Startlöchern. Und das Schöne an einem, oder wie in jedem Betrieb, ist es auch bei uns so, dass jeder so ein bisschen seinen Aufgabenbereich hat, um den er sich kümmert. So bin ich vor allem in der Produktion tätig und bin da vor allem auch für den Ausbau unserer Weine im Keller zuständig. Das heißt also, ich bin hauptsächlich im Herbst, aber auch im Winter sehr viel im Keller unterwegs. Aber das Schöne am Familienbetrieb ist letztendlich, dass jeder da anpackt, wo gerade eine helfende Hand gebraucht wird. Das heißt, ich bin im Sommer genauso mit draußen im Weinberg, ich mache Weinproben, ich bin im Weinverkauf tätig und das bringt letztendlich eine ganz tolle Abwechslung in diesen Beruf mit rein. Es ist nicht jeder Tag der gleiche und das ist einfach das Spannende und das Schöne, was mich an diesem Beruf auch immer fasziniert. An Rebsorten haben wir bei uns im Weingut hauptsächlich Weißweine im Angebot und die auch größtenteils trocken ausgebaut, aber auch hier spielt die Vielfalt eine ganz große Rolle. Die wichtigste Rebsorte ist für uns der Riesling, dicht gefolgt inzwischen aber von den Burgundern da, allem voran der Grauburgunder. Aber wir haben eben auch Spezialitäten wie den Gewürztraminer, wie auch Silvaner, Kerner und Chardonnay, andere Rebsorten eben mit im Programm. Also die Vielfalt spielt da eine ganz große Rolle. Auf unseren 16 Hektar, die wir bewirtschaften, bauen wir insgesamt 15 verschiedene Rebsorten an und die dann wiederum in verschiedenen Qualitätsstufen im Keller bauen wir die aus und bringen sie am Ende auf die Flasche und das ist dann letztendlich was ganz Besonderes. Und das Schöne ist dabei, dass wir garantieren können, dass jeder bei uns wenigstens einen Wein findet, der ihm schmeckt, dass also bei uns jeder fündig wird und einen Wein für sich eben finden kann. Unsere Philosophie, und da kommen wir ein bisschen wieder auf den Gewürztraminer zurück, ist die Typizität
die Frische, die Fruchtigkeit und die Typizität unserer Rebsorten zu erhalten, sodass man, wenn man eben in ein Glas Wein hineinriecht und einen Wein probiert, einen Wein verkostet, dass man eben auch riecht und schmeckt, um was für eine Rebsorte es sich handelt, wie jetzt hier zum Beispiel ganz typisch der Gewürztraminer. Und das erreichen wir eben am besten dadurch, dass wir unsere Weine ausschließlich oder die Weißweine ausschließlich in Edelstahltanks ausbauen. Denn der Edelstahl, der lässt keinen Sauerstoff, keine Luft durch. Das heißt, unsere Weine oxidieren eben nicht und können dadurch, werden in diesen Tanks gelagert und behalten dadurch einfach ihre Frische, ihre Fruchtigkeit und die Typizität können wir da bestmöglich erhalten. Und ich glaube, das ist uns bei diesem Wein sehr gut gelungen. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, sage sehr zum Wohl und gebe weiter an das Weingut der Stadt Bensheim. Und auch die haben eine Rarität heute mitgebracht. So, hallo, guten Abend, hört ihr uns? Ja. Also wir dürfen uns mal vorstellen, als die Neuen vom städtischen Weingut, wie vielleicht manche schon wissen, haben wir seit 1. Januar das städtische Weingut übernommen. Und mit Jäger fast sozusagen fusioniert. Mittlerweile haben wir dann auch jetzt 18 Hektar Rebfläche in der Gesamtfläche mit Rebsorten wie Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Goldmuskatelle, Kerner, Zweigelt. Das Ganze ist unser breites Sortiment. Was zu unserem Weingut allgemein noch, wir haben jetzt da auch langsam angefangen, bisschen umzustellen auf Drehverschluss. Die neue Füllungen werden alle als Drehverschluss abgefüllt. Und wir werden in Zukunft unser Weingut modernisieren. Also wir haben einen Neubau vor, außerhalb, da wir in den jetzigen räumlichen Verhältnissen sehr beengt sind. Zu unseren Lagen gehören vorwiegend Kirchberg, Kalkgasse und der Hemsberg. Das sind die renommiertesten Lagen in Bensheim. Und ich würde sagen, es sind Spitzenlagen in Bensheim und die vorwiegend auch mit Riesling bestockt ist. Kalkgasse und der Kirschberg vorwiegend. Das andere tut mehr verteilen auf die Burgundersorte. Unser mein Sohn hier jetzt wird Ihnen jetzt mal kurz den Wein vorstellen. Wir haben hier dabei einen Rotberger Rosé. Ja, auch guten Abend von mir. Wie schon mein Vater gesagt hat, mein Name ist Sebastian Deger. Ich bin jetzt seit letztem Jahr im Betrieb mit eingestiegen und ich habe ein Studium in Neustadt absolviert. Und ja, also wir haben jetzt heute in Bensheimer Kalkgasse Rotberger Rosé Feinherb. Der Rotberger wird ausgebaut, also stammt aus der Kalkgasse. Das ist in der Nähe vom Kirchberg-Häuschen, falls es die Leute vielleicht eher kennen. Der Rotberger ist eine Kreuzung aus einem Trollinger und einem Riesling. Die Rebsorte wird vor allem eher zur, also es ist eine Rotweintraube, aber sie wird vor allem zur Gewinnung von Rosé bzw. Rosé-Sekten genutzt, da die rote, also der Wein, also die Traube gibt sehr wenig Farbe ab. Und dafür ist es für einen Rosé bzw. auch für einen Blanc Noir sehr gut geeignet, aber halt nicht so gut für einen Rotwein. Deswegen wird daraus sehr oft eher Rosé-Weine ausgebaut. Unser Rosé ist halt eine Restsüße. Ihr könnt jetzt mal erstmal alle, wie schon vorhin, schwenken, mal reinriechen. Man riecht es sehr, sehr fruchtig, aber nicht zu dominant, also ist nicht sehr aufdringlich. Man riecht eine leichte Erdbeernote, rote Früchte und einen leichten Zitrus. Jetzt probieren wir mal. Die hat eine sehr angenehme Säure. Dadurch, dass er restsüß ausgebaut ist, ist die Säure sehr angenehm. Es ist ein sehr frischer Wein, ist im Sommer optimal zu trinken. Er hat einen leichten Alkoholgehalt von 11 Volumen und dadurch auch nicht sehr kräftig. Also da kann man sich auch mal im Sommer zur zweiten Fläschchen einschenken ohne Probleme. Und ja. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt am Neustrukturieren, beziehungsweise sind jetzt am Umplanen. Wir sind jetzt, wie gesagt, seit einem halben Jahr jetzt im Weingut, haben uns jetzt langsam eingewöhnt mit den neuen Mitarbeitern. Davor haben mein Vater meistens immer alleine gearbeitet oder ich habe nur ausgeholfen.
Und jetzt ist es ein bisschen ungewohnt, erstmal am Anfang wieder, wenn Leute vor dir stehen und sagen, was machen wir heute? Und deswegen haben wir uns jetzt gut eingefunden. Wenn ihr uns kennenlernen wollt persönlich, kommt gerne bei uns in den Weinverkauf vorbei. Wir erklären euch die Weine, wir erklären euch, was wir noch Neues machen. Wie gesagt, wir werden auf Drehverschluss umsteigen, da wir den Plastikkorken echt gar keine Freunde von sind. Und der Drehverschluss ist einfach auch einfacher zu handeln. Wir sind soweit fertig. Noch zum Abschluss ganz bewusst, die Weinstube-Jäger bleibt nach wie vor erhalten, also in alter Form. Also es gibt nach wie vor Wein am Rindentor nach Winzerfest oder wenn Sie jetzt hier im Städtischen Weingut auf Winzerdorf im Brunnen war, also wenn der Brunnen zumacht, können gerne zu uns kommen und nicht in die Weinstube. Die hat immer gar nicht noch offen. Also wenn es Corona-bedingt, wenn man das darf, bis dahin. Okay, wir geben jetzt zurück bitte an Charlotte und die Christa. Ja, vielen Dank für die schöne Überleitung. Wollen wir mal die Frage auflösen. Gibt es für uns schon Ergebnisse? Woher kommen Sie denn? Ui, 70% von der Bergstraße, 9% vom Odenwald, 9% von Hessen, von Deutschland 10% und immerhin 2% vom Rest der Welt. Ja, das ist ja schon... Dann müssen wir es ja nächstes Mal auf Englisch machen. Okay, wir üben. Ja, schön. Aber doch viele aus der Region, aber doch auch ein paar von weiter weg. Das ist ja. Doch, es macht uns Freude, wenn wir natürlich die Leute hier in der Region erreichen, aber wenn wir natürlich auch ein bisschen nach außen kommen, damit die Bergstraße auch außerhalb von Hessen mal ein bisschen einen Namen bekommt. Ja, und an dieser Stelle, wir sind schon fast ein bisschen auf der Zielgeraden, ist es jetzt mal an der Zeit, auch Danke zu sagen, und zwar denen, die uns hier finanziell unterstützt haben. Das ist ganz wichtig, denn eine solche Sache, die funktioniert leider oder funktioniert eben nur, wenn die finanzielle Unterstützung auch gesichert und zugesagt ist. Und da möchten wir bei den beiden Hauptsponsoren ganz herzlich Danke sagen. Und zwar ist das eine die GGEW und natürlich die Sparkasse Bensheim. Und dann gab es noch einige kleine Sponsoren. Ja, wir sehen es nochmal eingeblendet. Dann gab es noch ganz viele kleine Sponsoren, die auch dazu beigetragen haben, dass diese beiden Online-Weinproben stattfinden konnten. Das ist zum einen Helmut Herbert GmbH, die MEGB, die Touristinformation Bensheim. Ja, der Elektroklein in Bensheim, die Firma Schilling, Dachdeckerei, Gerüstbau und Bedachungen, Planen und Bauen, BSW. Die Firma Klug, die auch die Flaschen für die Winzer liefert und ähnlichen Zubedarf. Dann die Firma Edeka Jacobi. Da werden Sie mich auch in der Weinabteilung finden, wenn Sie mal unterwegs sind und nicht mehr wissen, welcher Wein in den Packungen war. Also wenn ich da bin, ich weiß es noch und ich kann Sie da gern beraten. Und natürlich auch Edeka Merz, die haben uns alle unterstützt und dort wurden auch die Pakete verkauft, was zum Nullgewinn war. Das heißt EK gleich VK. Und hier nochmal ein herzliches Dankeschön. Das ist nicht selbstverständlich, dass jemand bereit ist, die Weine für die Winzer zu verkaufen, aber die Winzer leiden jetzt wirklich schon, dass alle Feste ausfallen, und machen Sie Reklame, trinken Sie unsere Weine von der Region, sodass die Winzer auch das alle überstehen, und wenn die Gastro wieder auf hat, denken Sie dran, Bergstresser Wein soll es sein. Ja, genau. Ja, aber wir haben ja immer pfiffige Ideen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, und wir lassen uns nicht unterkriegen als Winzer, und von daher habe ich da keine Bedenken, dass wir auch nächstes Jahr alle noch da sind. Aber ein kleiner Ausblick, natürlich darf der auch hier nicht fehlen, auf kommende Veranstaltungen. Sie haben ja alle auch dieses Heftchen hier vor sich. Da stehen ganz viele Veranstaltungen drin, die leider aufgrund der aktuellen Situation nicht alle stattfinden können. Ich sage Ihnen aber jetzt mal, was in den nächsten zwei Wochen noch stattfinden wird. Und zwar sind das die beiden Online-Weinproben, die hier drin stehen. Eine am 15. Mai von der Bergstresser Winzergenossenschaft und eine am 22. Mai vom Weingut Rottweiler. Die beiden finden logischerweise statt. Alles, was online ist, ist natürlich gar kein Problem. Da gibt es sicher auch noch Pakete zu erwerben, also da können Sie noch mitmachen. Und was auch stattfindet,
stattfinden wird, ist die Weinprobe im Weinberg. Die Lisa Edling hat es vorhin angekündigt, das ist vom Weingut Edling. Sie hat mir allerdings gesagt, dass die wohl schon ausgebucht sind, diese beiden Veranstaltungen, aber vielleicht haben sie ja Glück, es gibt vielleicht eine Warteliste und vielleicht sagt jemand ab, warum auch immer, und vielleicht einfach mal probieren. Ansonsten ist ja im Weingut Edling dann bald auch der Weingarten wieder geöffnet, wo sie auch jederzeit mal vorbeischauen können. Und wir haben es schon mal erwähnt, aber man kann es nie oft genug sagen, die Weinproben, die wir jetzt gemacht haben, also die von heute Abend, aber auch die von vor 2 Wochen, die kann man ab morgen nochmal auf YouTube nachschauen, sich nochmal anschauen und kann natürlich dann auch nochmal die Weine dazu verkosten, sofern man die Weine auch zu Hause hat. Das heißt also, die Pakete gibt es auch weiterhin zu erwerben bis Ende Mai, also solange wie der Weintreff eben dauert, steht auf dem Heftchen hier drauf, bis 30. Mai. So lange wird es auch die Weinpakete noch zu erwerben geben, und wer dann einfach die Probe nochmal nachholen möchte oder vielleicht die erste Probe verpasst hat und die gerne noch machen würde, der kann sich natürlich noch ein Paket holen und kann dann noch mitmachen. Genau. Ja, und dann haben wir ja vorhin angekündigt, dass wir noch ein schönes Experiment haben, wo Sie hoffentlich jetzt alle mitmachen. Wir sehen es natürlich leider nicht, aber wir machen natürlich auch mit. Genau. Und zwar brauchen wir dafür, wie vorhin schon angekündigt, einen Kaffeelöffel, ein bisschen Zucker und Zimt. Und es geht bei diesem Experiment einfach darum, schmecken und riechen. Was schmecken wir, was riechen wir eigentlich? Weil wir reden ja immer davon, wenn wir einen Wein probieren, welche Aromen wir alle schmecken und so weiter. Ja, also wir schmecken ja immer ganz viel. Aber die Frage ist, schmecken wir das tatsächlich? Und da gibt es ein ganz einfaches Experiment. Man nimmt ein bisschen Zucker auf den Löffel. So. Und macht da noch ein bisschen Zimt, oder wer kein Zimt jetzt zur Hand hat, Kaffeepulver geht auch. Eins von diesen beiden Dingen hat man auf jeden Fall zu Hause. Macht man hier mit drauf. Und dann, ganz wichtig, bevor man jetzt mit dem Löffel sich zu nah ins Gesicht kommt, muss man sich die Nase zuhalten. Da wird es jetzt auch ein bisschen lustiger für alle, also für mich auch. Klingt ganz witzig, Nase zuhalten und dann den Löffel in den Mund stecken. Das war jetzt ein Fehler, weil jetzt habe ich natürlich auch noch den Mund voll. Kann ich mir erzählen. Jetzt guckt sie mal, was sie jetzt im Moment schmeckt. Also bei mir ist nur süß. Ja? Bei mir auch. Vom Zimt keine Spur. Jetzt machen sie mal die Nase auf. Oh, jetzt ist der Zimt da. Ja. Oder? So viel zum Thema, was schmecken und riechen wir eigentlich. Das heißt also, schmecken tun wir tatsächlich nur süß, salzig, sauer, bitter, und dann gibt es noch diesen Geschmacksstoff Umami, nennt er sich. Und alles andere, alle anderen Gerüche, muss man ja sagen, alle anderen Aromen wie Zimt, wie Früchte, wie Gewürze, alles das nehmen wir nur über die Nase wahr. Und das kann man mit diesem Experiment ganz einfach zeigen, denn wenn man sich die Nase zuhält, das heißt, es findet keine Luftzirkulation statt, dann können auch diese Aromen eben nicht in die Nase gelangen, und dann nimmt man sie nicht wahr, dann hat man eben nur den süßen Eindruck vom Zucker. Genau. Ja, so viel kurz vor Schluss, und jetzt würde ich sagen, halt, wir haben ja noch eine Frage. Wir haben noch eine Frage. Welche Geschmacksrichtung bevorzugen Sie denn? Haben wir es getroffen mit trocken, halbtrocken oder mit lieblich? Wir sind gespannt, was Sie antworten, und gucken mal, ob wir dann den richtigen Geschmack getroffen haben oder ob es vielfältiger sein darf noch beim nächsten Mal. Genau, das ist für uns wichtig zu wissen, einfach für die nächsten Proben, die wir vielleicht vorhaben. Man weiß ja nie, was kommt. Und deswegen einfach mal ankreuzen, welche Geschmacksrichtung beim Wein bevorzugen Sie? Haben wir Ihren Geschmack heute Abend getroffen oder nicht? Und damit geben wir jetzt ab an Christina Koop von Weinbau Koop. Ja, hallo, mein Name ist Christina Lulay vom Betrieb Weinbau Koop hier in Heppenheim. Der Betrieb Weinbau Koop ist eigentlich ein recht kleiner Betrieb, beziehungsweise ein recht junger Betrieb. Er hat schon eine lange Tradition, aber nicht unbedingt, was den Weinbau beziehungsweise die Selbstvermarktung betrifft. 2014 haben wir uns so etwas neu strukturiert, möchte ich mal sagen, sind in eine andere Richtung gegangen, und zwar sind wir in die Selbstvermarktung gegangen. Der Betrieb ist der elterliche Betrieb von meiner Seite her, und früher war das Hauptstandbein meiner Eltern der Ackerbau und die Bullenmast. Der Weinbau hat schon immer eine Rolle gespielt bei uns.
Die Trauben wurden allerdings in die Bergstresser Winzergenossenschaft geliefert. Das natürlich auch generationenübergreifend, schon der Uropa und der Opa hatten den Weinbau quasi mit im Fokus. Und ja, so ist es auch mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und es stand eigentlich recht früh für mich fest, dass ich Winzerin werden möchte. Meine Ausbildung habe ich 2003 im Staatsweingut in Bensheim begonnen, habe sie 2006 abgeschlossen und habe dann meinen Meister und meinen Techniker in Pfalz-Hülsheim in Franken gemacht. Während dieser Zeit durfte ich auch ein Auslandspraktikum in Kaltern im Weingut Mannikow machen. Und ja, dort habe ich eigentlich so ein bisschen die Liebe zum Keller gefunden. Früher war eigentlich der Weinberg so ein bisschen meins, wo ich immer gerne war, auch in der Ausbildung. Aber ja, Südtirol, Kaltern hat mir gezeigt, dass es auch im Keller ganz gut sein kann. Und als ich mit meinem Techniker und Meister fertig war, hat es mich wieder hier in die Heimat gezogen. Ich gebe zu, mich hat es nie weiter weggezogen, nur für kurze Zeit. Und es stand schon recht früh fest, dass ich mal wieder nach Heppenheim in die Heimat kommen möchte und natürlich auch den elterlichen Betrieb übernehmen möchte. Gesagt, getan, mit dem richtigen Mann, der dann noch dazu kam, hat das Ganze auch ja, den richtigen Weg eingeschlagen. Und seit 2014 sind wir nun in der Selbstvermarktung. Damals haben wir mit knapp 0,3 Hektar begonnen. Mittlerweile ist der Betrieb fast 4,5 Hektar groß, was wir hier über die Flasche vermarkten. Und ja, wir sind natürlich wahnsinnig stolz, was wir in den letzten 8 Jahren erreicht haben. Aber es ist auch ganz klipp und klar dazu zu sagen, das Ganze wäre ohne die Familie, die wir im Hintergrund haben, nicht möglich. Neben 2 kleinen Kindern, die wir mittlerweile haben, ja, ist so ein Betrieb natürlich auch, ja, muss man erstmal schaffen, so würde ich jetzt mal sagen. Und da spielen natürlich die Senioren im Betrieb, meine Eltern Maria und Franz Koch, eine ganz, ganz große Rolle. Und ja, wir sind eben ein Familienbetrieb und sind 2014 so ein bisschen eine andere Richtung eingeschlagen, haben quasi unseren Traum verwirklicht. Manchmal muss man die Träume nicht nur träumen, sondern auch leben. So war mein Motto damals. Jetzt würde ich vorschlagen, wir kommen mal zu dem Wein, den wir heute Abend mitgebracht haben. Das ist der letzte für die heutige Probe. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das der letzte Wein für Sie sein muss. Sie dürfen danach natürlich noch weiter trinken. Mitgebracht haben wir einen 2020er Heppenheimer Stemmler Ruhländer Spätlese. Der ein oder andere überlegt jetzt, Ruhländer, Grauburgunder, ist doch eigentlich das Gleiche. Ja, das ist es. Es ist die gleiche Rebsorte, nur der Stil vom Wein ist etwas anders. Grauburgunder haben wir von Beginn an im Betrieb dabei und bauen ihn auch aus. 2020 haben wir erstmalig einen Ruhländer ausgebaut. Geschuldet ist das Ganze so ein bisschen dem Papa, weil der Papa gesagt hat, wir könnten mal wieder so einen Ruhländer machen, den man früher getrunken hat, den man von früher kennt. Und ja, gesagt, getan, 2020 war es dann soweit. Die Trauben stammen, wie gesagt, aus der Lage Heppenheimer Stemmler, wurden Ende September geerntet mit einem Mostgewicht von 98 Grad, also wirklich voll reife Trauben. Und wenn man jetzt mal in den Wein hineinriecht, merkt man, dass ihm schon so eine Honignose in den in die Nase steigt. Honig und Melone, ganz typisch für den Wein. Und das Ganze spiegelt sich meines Erachtens auch im Geschmack wider. Und ich sage einmal sehr zum Wohl. Sehr schön ist das Ganze mit einer etwas pikanten Säure abgebunden. Der Wein hat eine Restsüße von knapp 30 Grad Öxle. Entschuldigung, von 30 Gramm Restzucker. Dieser Restzucker ist eigene Restsüße. Wir haben die Trauben, wie gesagt, mit knapp 98 Grad Öxle geerntet. Dann waren sie gute 8 Tage in der Gärung. Und dann haben wir den Wein abgestoppt und haben somit die natürliche Restsüße von knapp 30 Gramm erhalten. Die Säure liegt bei 7,1, die doch etwas prikanter ist, aber das ganz schön zu dem Wein passt, meiner Meinung, dass er nicht einfach zu süß, zu dominant süß ist. Dieser Wein, finde ich, passt hervorragend natürlich zum Dessert. Vielleicht auch zu dem Dessert, was die Charlotte und die Christa vorhin gemacht haben. Zu Erdbeeren kann ich mir das Ganze sehr gut vorstellen. Aber natürlich auch
zu einem schönen Käse, zu einem schönen Bergkäse passt dieser Wein auch hervorragend. Ja, neben unserem Weinbaubetrieb oder neben dem eigenen Weinausbau hatte ich schon lange einen großen, großen Traum. Und zwar eine eigene Straußwirtschaft. Die eigene Straußwirtschaft ist natürlich mit dem eigenen Weinbau, dem eigenen Weinausbau verbunden. Daher natürlich auch ein bisschen der Schritt 2014 in die Selbstvermarktung. 2015 haben wir hier auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb in Heppenheim, dem Aussiedlerhof, eine Straußwirtschaft eröffnet, haben in der alten Scheuer angefangen und sind wahnsinnig überrascht, würde ich mal sagen, und begeistert, wie das Ganze angenommen wird. Derzeit aufgrund der Situation haben wir natürlich nicht geöffnet. Wir hoffen sehr, dass wir Anfang Juni in die Straußwirtschaftssaison 2021 starten können. Da wir eigentlich nur im Freien sind oder die Sitzplätze und auch die Halle offen ist, haben wir da, glaube ich, ganz gute Chancen, dass wir zwar Anfang Juni öffnen können und ja, da natürlich wieder viele Besucher hier auf unseren Hof locken in die Straußwirtschaft, freuen uns schon sehr, wenn wir Sie wieder hier direkt auf dem Hof begrüßen dürfen. Ja, es ist ideal gelegen eigentlich an den Radwegen, wie gesagt, den Aussiedler, Hof westlich von der Autobahn, von der A5, an der Weschnitz gelegen, Richtung Lorsch. Also ja, es ist immer eine Reise wert, würde ich sagen. Der ein oder andere findet uns manchmal nicht, da wir doch etwas versteckt sind, haben jetzt aber auch Wegweiser aufgestellt, dass man uns besser findet und ja, zur Not einfach mal anrufen. Wir haben schon jeden hierher gelost. Eine große Besonderheit neben der Straußwirtschaft ist eigentlich einmal im Jahr unser großes Hoffest bzw. Sommerfest. Das findet immer eine Woche nach dem Heppenheimer Weinmarkt statt. Letztes Jahr aufgrund der Situation abgesagt. Dieses Jahr steht das alles noch so ein bisschen in der Frage, ob es stattfinden kann oder nicht. Wir hoffen es doch sehr, aber natürlich ist es derzeit noch nicht ganz so sicher, ob wir wirklich unser Sommerfest stattfinden lassen können. Wir freuen uns jetzt erstmals, wenn wir unsere Straußwirtschaft wieder eröffnen können. Und ja, ich darf mich noch mal ganz herzlich bei Christa und Charlotte bedanken für die tolle Moderation heute Abend. Natürlich auch beim Weinbauverband und dem Verkehrsverein, dass sie das Ganze möglich gemacht haben. Wünsche Ihnen und uns allen jetzt noch einen schönen Abend. Darf noch mal das Glas erheben und gebe zurück ins Studio. Sehr zum Wohl, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Christina. Man sieht, die Winzer sind hier mit Leib und Seele dabei und sie freuen sich alle, bis sie irgendwann wieder eröffnen können und Weinproben durchführen können oder auch Hoffeste durchführen. Ja, wie weit sind wir? Was gibt die Ergebnisse unserer Frage? Welche Geschmacksrichtung bevorzugen Sie? Aha, 63% trocken, das letzte war 71% bei der letzten Weinprobe, 29% halbtrocken, 8% lieblich. Also man sieht schon, der Geschmack von der letzten Woche zu dieser Woche hat sich verändert. Ich hoffe, dass für Sie alle was dabei waren. Die Charlotte hat ja vorher so schön gesagt, wir müssen niemanden bei uns rausschicken, der keinen Wein findet. Ein Wein passt immer und ich hoffe, wenn das heute nicht unbedingt alles ist, Geschmack war, dass jeder den passenden für sich rausgewählt hat. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl getroffen. Wenn ich mir das so anschaue, wir hatten trocken, die Hauptsache war trocken, was wir dabei hatten, ein bisschen was halbtrocknes, wir hatten am lieblichen zum Schluss. Also eigentlich alles abgedeckt. Genau. Ja, wir sind am Ende des heutigen Abends und es gilt jetzt nochmal Danke zu sagen und zwar vor allem an die Jungs in der Technik, die wir hier zwar sehen, sie aber nicht, aber die dafür sorgen, dass sie überhaupt etwas sehen. Und das ist vor allem Tobias Rohatsch mit seinem Team von Young Dimension und auch Gregor Ott von GVO Media. Und dann sagen wir auch nochmal herzlichen Dank an die Winzergenossenschaft hier in Heppenheim dafür, dass sie uns den Keller, diese wunderschöne Kulisse zur Verfügung gestellt haben, aus der wir heute senden durften. Natürlich auch nochmal Dankeschön an die Winzer. Vielleicht haben wir sie nochmal alle hier mit dabei. Danke an die Winzer, dass sie mitgemacht haben. War eine super Sache. Danke an den Verkehrsverein Bensheim und auch an den Weinbauverband der Hessischen Bergstraße, die das Ganze hier ins Leben gerufen haben. Und natürlich an Sie zu Hause vor den Zuschauern. Denn wenn wir keine Zuschauer hätten, dann bräuchten wir sowas natürlich gar nicht zu machen.
Ja, dann sind wir am Ende und ich freue mich jetzt echt schon auf die Erdbeeren. Und ich bin gespannt, wie der Wein dazu passt. Auf jeden Fall. Ich darf auch noch kurz Danke sagen, ein großes Danke loswerden an alle, die hier mitgewirkt haben, vor der Kamera, hinter der Kamera, natürlich auch Sie zu Hause dafür, dass Sie natürlich unsere Bergsträßer Winzer unterstützen, indem Sie den Wein kaufen, indem Sie jetzt hier auch bei den beiden Proben mitgemacht haben. Ja, und wie gesagt, ich hoffe einfach, vielleicht sehen wir uns jetzt während meiner Amtszeit doch nochmal auf vielleicht einer Veranstaltung oder mal im Weinberg, vielleicht erkennt mich ja auch der ein oder andere auch mal ohne Krone und darf mich auch gerne mal ansprechen. Ich hoffe, Sie hatten natürlich einen schönen Abend und ja, auf jeden Fall bleiben Sie gesund und wir sehen uns. Ja, damit alles Gute nach Hause in die Wohnzimmer, bleiben Sie gesund und wir genau, ich möchte noch eins loswerden. Ich hatte vielen Leuten versprochen, dass ich ihnen winke, wenn ich sie heute Abend sehe. Ich kann sie nicht sehen, aber sie sehen mich in diesem Sinne, all denen, die ich versprochen habe, zu winken. Und ja, hat mir riesig Spaß gemacht mit euch. Freue mich, wenn wir auch mal live wieder was machen können. Auf jeden Fall. Einen schönen Abend. Alles Gute.